Einladen Sie zu einer neuen Folge Podcast. Wenn ihr sagt, Pablo schickt euch, dann ist Pablo froh. Ja, herzlich willkommen zum neuen Fall, zur neuen Folgebesprechung. Die drei Fragezeichen und der Virentorkreis. Nein, natürlich zu Panik im Park. Kurz oh, PIP. Yeah. Unter Fans. Ja. Ernsthaft? Ja, habe ich so gelesen. Was ist unter Fans PIP? Ja. Okay. So. Das wäre ja interessant, mit allen anderen Folgen auch mal zu machen. Ne? Da kommt bestimmt was Lustiges bei raus. Also Panik im Park haben wir uns natürlich ausgesucht, gar nicht, weil uns das auf den Schirm kam, sondern weil es jetzt öfters auch schon gewünscht wurde. Und zuallererst aber von Caso Di Nolo. Ja, ich hoffe, ich habe den Instagram-Namen richtig ausgesprochen. Viele Grüße hier oder modern Shoutout an Caso Di Nolo, ja. Ja, ist für dich die Folge. Oh, yeah. Wir hoffen, dass wir dir damit eine Freude machen. Denn mal auf sehen. Der anderen Seite muss man ja sagen, die Folge ist auch nicht unumstritten. Nee. Als eine trashige bis schlechte Folge auch in den Augen vieler. Und insofern gab es auch die Hörerkommentare, die gesagt haben, nach dem Klassiker wird es eigentlich wieder Zeit für eine Gurke. Es muss genau. Ja nicht direkt Todesflug sein, aber guck doch mal. Und irgendwo so zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns gerade. Ne? Genau. Ich habe mal so geguckt und tatsächlich ist es so, dass viele ja befürchtet haben, nachdem der erste Band von Sonnleitner rauskam und jetzt der zweite, dass das so eine Rückkehr zu Henkel Weithofer wird. Ja, dass sie so ja, man erkennt aber auch einiges wieder. Ja, es ist eine Kuh. Also wir werden es ja sehen, was wir davon halten. Aber es ist tatsächlich war mit sehr gemischten Gefühlen. Und auch, ich finde, wenn man so guckt, das Echo der Folge in Fankreisen geht sehr auseinander. Ne? Die einen halt für solides Handwerk, ja, und die anderen für, naja, abstruse Storys. Genau. Ja. Ja, es hat was von beidem. Genau. Genau. Es geht um Viren und Keime. Wir lassen alle schlechten Witze zum Thema Corona dann mal absichtlich. Na toll, ist ein halbes Skript. Weg! Ich bin aber so ein bisschen erkältet und hoffe, dass ich mit meinem verschnupften Reizhusten hier die Aufnahme nicht bombardiere. So, jetzt alle raus hier. Genau. Raus hier raus. Das sind bestimmt Weltraumkeime. Ja, ja. Genau. Wo warst du in letzter Zeit? Warst du eigentlich auf der ISS? So, ja, aber genau. Es ist Erkältungszeit und vielleicht auch so, wenn ihr das jetzt hört, wissen wir nicht, was dann ist, aber jetzt, wo wir zusammensitzen, ist Fett Donnerstag. Ja, oh ja. Ja, das heißt, um uns herum tobt das närrische Leben und wir haben für unsere Fans, haben wir gesagt, nee, Karneval fällt aus dieses Jahr für uns. Wir machen Podcast. Ich bin auch noch vollkommen nüchtern und ich habe mich gerade durch Besoffene gequält auf dem Weg nach dir. Das war nicht so schön. Ich freue mich schon auf die Pizzen morgen früh auf dem Boden. Boah, komm. Ja, so, genau. Steigen wir ein. Wie immer mit dem Klappentext. Ja, ich würde ihn gern vorlesen. Dann mach das. Panik in Rocky Beach. Plötzlich werden im Stadtpark harmlose Hunde zu wilden Bestien, die sogar Menschen angreifen. Hat der seltsame schwarze Stein, den die drei Fragezeichen im Park entdecken, etwas mit dem gefährlichen Verhalten der Tiere zu tun? Wo kommt er her? Welches Geheimnis birgt er in sich? Justus, Peter und Bob machen sich mit Feuereifer auf die Suche. Unversehens geraten sie auf ein neues, atemberaubendes und gefährliches Abenteuer. Aber sind sie tatsächlich auf der richtigen Spur? Naja. Ja. Ja. Ja, ist ein guter Klappentext. Kann man nicht meckern. Finde ich. Ja, ist wirklich noch. Verrät nicht zu viel. Nee, aber er macht auch auf einen Twist aufmerksam, der dann noch kommt. Also er verspricht auf jeden Fall Spannung. Ja, das stimmt. Ja. Das tut er. Ne? Ja.
Seltsamer schwarzer Stein, auch, ja, wunderbar. Genau, was man vom Cover, finde ich, nicht so behaupten kann. Genau, ja, gut, das, Geschmäcker und so. Aber das finde ich ja schon ziemlich hart trashig, ne? Also man sieht halt wirklich so einen geifernden Hund im Vordergrund, der hinter einem Baum hervorguckt. Ja. Davor sieht man so ein paar, ja, Gebüsch, ne? So in Grün. Das ist alles irgendwie bei Abenddämmerung oder bei Nacht sogar aufgenommen. Ja. Diese Stimmung, und man sieht im Hintergrund hinter einer Parkbank in Schatten einer Gestalt und dahinter noch so ein paar vernebelte, schattige Bäume. Alles in so Blau-Grün-Tönen, und der Hund ist halt ein, ja, was soll das für ein Hund sein? Tja, das ist eine gute Frage. So wie bei Tom und Jerry, der Hund, oder? Ja, auf jeden Fall guckt er sehr böse und seine Zähne tropfen. Ja, es ist, ja, sieht schon bedrohlich aus, aber es macht halt schon auch echt einen trashigen Eindruck. Ja, ich. Es ist halt sehr plakativ wieder, ja, einmal mehr, und es ist für mich zu, also wie soll ich das sagen? Also Brücke frisst U-Bahn auf? Ja, man weiß halt sofort, dass es ein Hund ist. Ich hätte halt vielleicht zwei dunkle Augen aus dem Gebüsch mit einem Gebiss oder so genommen vielleicht. Es ist ein Hund. Aber wir kriegen, das ist spannend, das ist dir jetzt auch nicht aufgefallen, mir nämlich auch nur bei näherem Hinsehen, wir kriegen hier einen Hint, ja, in diesem Bild. Das, ja, der hat ein Halsband um, Halsband, der Hund. Ne? Der hat so ein leuchtendes Halsband um, ja, das spannenderweise bis zum Schluss im Hörspiel keinerlei Rolle spielt, aber doch, es wird kurz erwähnt. Aber das ist ja nochmal eigentlich ganz schön, wenn im Cover so ein kleiner Hinweis versteckt ist. Ne? Ja. Das finde ich ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte, so, dass, wenn die Illustratorin sich da die Mühe gemacht hat. Ja. Aber sonst, ja, das ist, hätte mich nicht gelockt, ja. Es kommt drauf an, in welchem Alter ich gewesen. Also ich war ja schon relativ alt, als die Folge rauskam. Da 2003, ja. 2003, ja, da war das quasi schon, aber ich glaube, so als Kind hätte mich das doch durchaus animiert, das zu kaufen. Nee, mich nicht. Das geht mir in Richtung TKKG. Ja, so. Ich habe auch direkt eine Reminiz, aber da müssen wir erstmal in die Handlung dafür. Ja, so Panik im Park, das ist alles so weltlich. Ne? Mhm. Ich bin halt der Mystery-Typ irgendwie. Und, ja, aber da ist schon deutlich Mystery auch drin. Ja. Ja, aber schon wieder so ein UFO-Kram halt. Ist das kein Mystery? Das ist komisch, weil der Marco Sonnleitner ist Fantasy-Autor eigentlich. Also der schreibt Fantasy-Romane auch. Tom O'Donnell oder glaube ich so ähnlich. Ne? Und dann denke ich, wieso macht er so ein Science-Fiction-Zeug? Also jetzt ist doch auch irgendwie Fantasy, Science-Fiction. Also das ist ja, für mich schon was anderes. Das eine ist Mittelalter und Schwert, das andere ist Laserkanone. Ja gut, aber ich find Fantasy ist ein bisschen weiter, kann man das durchaus greifen. Natürlich. Weil natürlich sind Weltraumgeschichten Fantasy-Geschichten. Ja, Science Fiction dann, aber naja. Ja, ich finde, da sind die Übergänge aber auch fließend. Ist auf jeden Fall die erste Geschichte von ihm, die wir uns jetzt auch vornehmen, ne? Ihm ist es die erste, glaube ich. Ich meine, er ist ja auch tatsächlich als Autor nicht, hat sich da auch nicht nur Freunde gemacht in der Community, weil er eben ja die ganzen Sportfolgen, so viel zum Thema Henkel Weidhofer, halt einfach auch weitergeführt hat und da viele geschrieben hat. Auf der anderen Seite, genau, macht er bei den drei Fragezeichen ja schon auch viel, wenn es um Monster und Grusel geht. Er sagt ja selber, er hängt den Klassikern an. Vampire, Untoten, Schrecken aus der Tiefe. Ja, ja. Ich glaube, auch das nächste Buch, was jetzt im März erscheint, Kreaturen der Nacht, ist auch von ihm. Ja. Also diese Nische bedient er auch. Ja. Sein erstes war Gefährliches Quiz. Insofern haben wir schon eins besprochen. Das haben jetzt ja nicht wir besprochen, sondern unsere Pottwichte. Das stimmt, ja. Aber das ist auch eine Folge, mit der ich nicht warm werde. Irgendwie so Gefährliches Quiz. Ja, es ist bei mir irgendwie, ich hab die gehört in einer seltsamen Phase meines Lebens, und deswegen habe ich da ein ganz komisches Gefühl bei. Also das ist tatsächlich, kommt dann das Gefühl, wie ich mich zu dieser Zeit gefühlt habe, wieder hoch, und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden, und deswegen ist das nicht meine. Hallo, Herr, hätte er das vorher gewusst, dann hätten wir vielleicht nochmal irgendwie uns anders um dich gekümmert. Ach so, da wäre ich jetzt nicht so kaputt. Nein, auch jetzt vielleicht, wenn du irgendwie was brauchst, sagst du Bescheid. Nein, ist gut, hör mal. Ich habe die Folge auch... Ich bin drüber weg. beim ersten Mal hören fand ich sie ehrlicherweise total blöd. Und bin total gespannt darauf, jetzt mit euch darüber zu quatschen, wie es euch geht, weil sich bei mir auch noch was verändert hat, so im zweiten und aufmerksamen Hören jetzt. Okay. Ja. Sollen wir einsteigen?
Machen wir. So ist es. Der Hund, Vorsicht, die Bestie, sie greift an. Man hört sofort, dass das Kino sein soll, finde ich. Also das kommt da sehr deutlich raus, weil die Dialoge halt so stelzig und gestellt sind, dass man sich denkt, das kann gar nicht anders sein. Also das muss irgendwie auch ein Spiel im Hörspiel sein. Ja, großartig. Dann küss mich, Mike. Und wenn es das Letzte ist, was du tust. Ah, aber das Entscheidende ist doch, dass ich dich liebe. Und dann die Musik dahinter so. Das ist doch kein Gruselfilm. Ja, das ist geil. Also diese ganzen trashigen 50er-Jahre-Horror- und Monster-Horror-Filme. Der Hund von Baskerville, ne? Oder die Bestie von... Ja, tatsächlich ist das... Ja. Das soll um den Hund von Baskerville gehen. Das ist aber tatsächlich... Aus dem Hörspiel wird man da nicht schlau, oder? Dass es darum geht. Nein, aber man muss es ja in dem chinesischen Zusammenhang sehen. Sagt Justus, ja. Ja. Genau. War das jetzt ein Coronavirus? Aber der Hund von Baskerville ist doch gar keine Liebesgeschichte dabei. Nein, das ist auch natürlich... Es ist halt eine Anspielung, denke ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Naja. Auf jeden Fall verlassen sie das Kino nach diesem Film und diskutieren darüber, wie glaubwürdig es eigentlich ist, dass Hunde einen Gruselfaktor darstellen in einem Film. Das ist ja, Bob ist ja der Meinung, das sei echt weit hergeholt. Und das ist die Frage, die auch das Buch umtreibt. Ja gut, aber das ist ja Quatsch. Ich meine, Cujo von Stephen King gibt's da. Oder Resident Evil gibt's auch. Oh, ja. Bekannte, ikonische Hunde als Monster. Also, ja. Gibt's schon was, ne? Und hier die von diese Nachtschattenwölfe da von, wie heißt es nochmal? Keine Ahnung. Kennst du Scooby-Doo? Nee. Diese neueste, die da gerade hier, das Lied von Feuer und Eis. Game of Thrones, diese weißen Wölfe da, die sind ja auch durchaus... Weißen Wanderer, meinst du? Nein, da sind doch auch diese Hunde, diese Riesenhunde. Die sind auch durchaus gefährlich. Die sind zwar freundlich und die sind, die gehören gebildet, dem Hans Snow. Aber die sind doch durchaus Bestien. Ja. Wölfe. Ja, das sind Wölfe. Ja. Ja. Also gibt es echt wahnsinnig. Es gibt auch noch eine TKKG-Folge, wo auch ein Hund eine wichtige Rolle spielt. Echt? Ja. Die heißt. Wie heißt die nochmal? Es geht auf jeden Fall darum, dass jemand aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, um seine Unschuld zu beweisen. Und ganz am Anfang rettet der Pfote, Gabi, quasi das Leben, als sie von einem Hund angefallen wird. Aha, okay. Und zwar einer großen Dogge oder irgendwie sowas. Und die Dogge ist komisch angemalt und hat irgendwie eine Antenne auf dem Rücken. Das wird ja mal besser. Und greift Gabi an und der rettet ihr dann das Leben. Und der ist total erkältet und es ist wohl irgendwie Schnee und Winter und Nacht und so und sie vertraut ihm deshalb sofort und versteckt ihn irgendwo und dann macht sich die TKKG-Bande daran, seine Unschuld zu beweisen. Hasso Flüter heißt der Gute. Ja, okay. Wie heißt die Folge? Die kenne ich nicht. Ja. Ist die in den Klassikern, also unter 100? Ja, die ist irgendwo um die 50er rum. Ah, okay. Das hört sich ja nach einer sehr tiefgründigen Story an. Muss ja, total tiefgründig. Der Hund macht nachher überhaupt keinen Sinn. Da ist so eine Side-Story, weil irgend so ein Bekloppter versucht, die Wutpille zu entwickeln, um Hunde irgendwie einfach nur zu quälen. Und das ist halt so ein Lonely-Terroristen-Typ. Okay. Bekloppter Wissenschaftler. Okay. So. Also da sind schon einige Anleihen, aber das spielt halt letztendlich, wie bei TKKG leider so häufig, irgendwie für den Fall überhaupt keine Rolle. Ist halt nur noch mal irgendwie... Ne, so als Side-Story da mit rein gemacht. Aber das ist schon, hat schon deutliche Anleihen und hat mich sehr daran. Der Mörder aus dem Schauerwald. So heißt die Folge. So. Das heißt, es gibt also etliche Reminiszenzen, wo man sagen könnte, Hunde können durchaus gruselig sein. Ja. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass bei der TKKG-Folge, ich habe mir sie extra nochmal angehört. Du musst den Podcast wechseln. Entschuldigung, es tut mir leid. Aber zur Schande muss ich gestehen, dass der Hund von seiner ganzen Soundkulisse und so da deutlich besser dargestellt ist. Da. Es ist nämlich ein wirklich bedrohliches, tiefes Hundegebell, was da kommt und nicht eine Mischung aus Godzilla und einem Tiger. Ja, oder so. Einem Elefanten. Ja, auch, genau. Naja, aber das ist ja mal interessant, weil wir ja die große Frage ja die ist, das ist ja auch von Europa. Also war das irgendwie
ist da der Server ausgefallen, wo die ganzen Tiergeräusche drauf waren. Ich habe das noch nicht so schlimm erlebt, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, um den Bogen zu machen, wenn du sagst, das Buch bezieht sich auch auf den Hund hier von Baskerville, ja. Was ja einfach auch so die absolute erste Erzählung dieser Art ist, ja, von der Jahrhundertwende wirklich 1901 und für mich auch tatsächlich absolut prägende Detektiv- und Gruselgeschichte war, die ja auch am Ende diesen tollen Twist hatte, den wir ja auch in allen drei Fragezeichen-Geschichten so bewundern, nämlich dass irgendwas Monströses, Geheimnisvolles am Ende eine ziemlich menschliche und logische Lösung kriegt. Also insofern ist diese Geschichte so als Urgeschichte für alle anderen, glaube ich, schon nochmal besonders zu nennen und zu würdigen. Und ich finde auch schön, dass sie sich darauf irgendwie, ich sag mal, jetzt nicht explizit, aber schon drauf beziehen. Das finde ich schön. Das gefällt mir. Wobei, wenn ich so richtig verstanden habe, Stefan, im Buch beziehen die sich da also explizit drauf. Ja, Justus sagt, dass der Film, dass es da um den Hund von Baskerville ging in dem Film. Okay. Ja. Also dass das der Film war, vermutlich. Wobei die letzten Szenen, die wir mitkriegen, vermutlich, weiß nicht, wer soll das sein? Sherlock Holmes oder was? Der dann sagt so, oh, ja, das hört sich mal so nach brennendem Versuchslabor an. Ja, genau. Außerdem, wen meint er mit Mike? Ne? Ja. So, und dann kommt so ein Typ und sagt, lass mich mal durch, Jungs, könnt ihr das nicht woanders bequatschen? Das hat mich total an Der verschwundene Schatz erinnert. Ja. Der 22 in dem habt ihr auch gedacht, der spielt auf jeden Fall noch eine Rolle? Ja. Ich dachte, Tut er halt gar nicht, können wir schon mal spoilern, aber das fand ich auch nochmal spannend an der Stelle. Ja, ich habe gedacht, okay, den haben sie im Hörspiel nur rausgelassen. Im Buch spielt er eine Rolle. Ja. Nee, der kommt auch drin vor, spielt aber null eine Rolle. Ja, aber es ist trotzdem, finde ich, nochmal so eine Reminiszenz auch an eine alte Folge. Also das hat mich wirklich an eine alte Folge erinnert. Das fand ich gut. Ja, dann müsste man jetzt den Herrn Sonnenleitner persönlich fragen. Ne? Ja, richtig. Ja. Ah ja, aber ich finde es schon relativ wahrscheinlich, weil es ist ja fast wortgleich. Ja. Wer weiß, wo der Hanno da auf die Schliche gekommen ist. Naja. Oh, große Verschwörung, aha. Draußen treffen sie einen Mexikaner, der, Klischee sei Dank, ja, ich find's ja toll. Kann man ja so stehen, wie man will, aber ich finde, es gehört Mexikaner? Zu drei Fragezeichen dazugehört. Der ja dann, die Frage ist wirklich, wer ist das? Aber der in mexikanischem Akzent. Ich euch möchte einladen! Sie. Sich als, Lesa, sich als mexikanische Restaurant genau, sich als Pablo nicht. Vorstellt und ihnen Getränkegutscheine für La Fortaleza schenkt, was ja übersetzt heißt die Festung oder das Fort. Ja. Und was ja schon ein kleiner Hint wieder ist. Ja, das ist auch schön. Auf die Auflösung. Ja. Also das ist schon geil. Schon gut eingestellt. Das sind schon auch Sachen, die mich wieder versöhnt haben. Was empfiehlt er für Getränke? Habt ihr das recherchiert? Tamarindenwasser. Ja. Aqua di Tamarin. Ja. Ne, was ist das? Ja, Tamarinden. So. Ist eine Schote. Und das ist eine Limonade mit Fruchtfleisch aus der Tamarindenschote. Ja. Ah, okay. Ich benutze es zum indischen Kochen. Gibt es so Tamarindenpaste. Wie schmeckt das? Wie stellt man sich das vorstellen? Ich krieg's immer nur im Zusammenhang mit allem möglichen. Nach Kreuzkümmel und sowas kriege ich es halt mit. Okay. Ich glaube, das hat so ein bisschen was Samtiges. Okay. Das damit rein. Nee, ich habe da echt nicht drauf geachtet, aber Tamarindenlimonade hört sich ja mal schon spannend an. Der erzählt ja halt so, ne, mit viel Akzent und Werf irgendeinen Quatsch. Und dann hatte ich halt schon mal angeguckt, was der dann so empfiehlt. Champurado auch, ne? Ist so eine Art Kakao tatsächlich. Ist so aus Heißgetränk aus Mittelamerika, aus Schokolade und Atole. Und das ist wohl so ein Maisteig. Also es wohl irgendwie auch. Okay. Gibt's wohl auch tatsächlich. Also das ist nicht ausgedachter Quatsch. Aber dann hat er sich da ja schon gut was überlegt. So heiße Schokolade oder eine Limonade auf Mexikanisch. Ja. Gut recherchiert anscheinend. Und ich sag mal, dieser Mexikaner hat sich gut gewappnet. Ne? Damit die auf jeden Fall. Wenn die bei allem so gut vorbereitet. Genau. Naja. Und wir kriegen auch den Hinweis dann, denn Bob merkt ja dann an, dass Peter anscheinbar ein tolles Glückskind sei, ein richtiges Glückskind, denn zunächst hätte er diese Freikarten für dieses Kino geschenkt bekommen und jetzt diese Getränkegutscheine. Ja. Und jetzt musste ich sofort an TKKG denken, nämlich an die Millionendiebe. Ja. Da schenken sie ja Klößchens Eltern Karten für die Oper, um nachher ihr Dings auszurauben.
Es ist so, in dem Moment hat es bei mir halt auch geklingelt, als ich gehört habe, oh, du kriegst Freikarten geschenkt, du kriegst die Getränkegutscheine. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? So. Spannend ist, im Buch ist es so, dass Peter hat die Karten vom kalifornischen Detektivverband für seine außerordentlichen Leistungen als Detektiv zugeschickt bekommen. Wow. Und findet das total toll und feiert es innerlich ab, macht gegenüber den anderen so cool, aber in Wirklichkeit feiert das total ab, dass er diese Auszeichnung bekommen hat. Das erinnert mich an den Bankenschutzverband wieder mal. Kalifornischer Detektivverband, ja. Was nicht alles Abteilung gibt. Rocky Beach. So. Ist aber auch schon schräg, dass er da auch nicht misstrauisch das wird. Genau. Oder die anderen dann nicht misstrauisch allein werden. Aus Neid. Ja. Tja. Aber gut. Man kann ja mal recherchieren, ne? Ja. Denn dem Bob klingt ja neidisch. Ja. Du bist ein richtiges Glückskind, ja? Also die sind im Hörspiel sind die ja zu dritt im Kino. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe halt schon irgendwie auch einiges über das Buch gelesen und spielen da die Freundin. Kelly ist mit dabei. Im Buch Kelly, ist Kelly mit dabei. Und, die wird auch von diesem Hund gestellt, also später. Also die geht mit. So. Okay, Kelly ist mit dabei. Weil die sind im Hörspiel, ist die ja einfach auch dann gestrichen. Ja, da ist sie. Schätzt, war dann zu teuer, noch einen einzufliegen. Ja, und brauchst ja nur die drei eigentlich. Es ist so, für die Handlung spielt sie keine große Rolle. Mhm. So, ja, sie eher so mit diesem Beschützeraspekt und so, ne? Ja. Das, Peter will sie beschützen. Und noch mehr TKKG hat man dann ausgestrichen. Ja. Und er ist auch ein bisschen sickig, weil Bob und Kelly sind einer Meinung und er ist anderer Meinung und da ist er ein bisschen angefressen. Ah ja, okay. Ja, uninteressant, finde ich. Ja. Ja, gut. Also genau, in Kurzform, in der Handlung ist es so, dass dieser Pablo mit vielen Worten und viel Eifer ihn empfiehlt, doch jetzt hier mit Gutschein in die neue Taverne zu gehen. Direkter Weg durch den Palisades Park, immer der Musik nach. Hab noch einen schönen Abend. Mhm. Und die sagen natürlich, ja, machen wir. Ja. Und dann gehen sie durch den Park. Durch den Park. Huiuiuiuiuiui. Im Dunkeln. Ja, der sehr dunkel ist. Und Peter ist auch direkt schon so ein bisschen schissig. Ne? Warum es da keine Beleuchtung gibt, weiß man auch nicht richtig. Das haben die Gangster ausgetreten natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja der älteste Trick der Welt. Haben sie auch gemacht, ja gut. Laternen austreten. Ja. Das ist. Ja, dann hört man, glaube ich, auch irgendwie, wie es so ein bisschen Gruselatmosphäre kommt. Und man hört auch, dass es irgendwie so ein bisschen rumpelt oder so, ne? Man hört so ein komisches Rumpelgeräusch. Ja, so ein Donnern, wie eine U-Bahn. Aber ja, es gibt ja gar keine U-Bahn. Pff, au, dieser blöde Stein hier. Ja, genau. Jammer, Peter. Genau. Ja, und dann hören sie ja dieses Donnergrollen. Und ich frage mich natürlich, was glaubt ihr, was ist das? Ja, keine Ahnung. Eine U-Bahn. Ja, es gibt doch die U-Bahn, die von der Brücke gefressen wird. Keine Ahnung. Es können ja nur die Hunde sein. Ja, oder die bohren schon irgendwie im Untergrund. Das hätte oder ich die auch sind da noch unterwegs. Ah, okay. Ne, weil das ja genau das, also kommen wir ja später zu. Ne, das glaubte ich auch. Ich dachte, okay, die sind schon am Bohren, aber dann wäre der ganze Plan für den Arsch. Mhm. Aber tatsächlich im Buch ist es auch der Hund. Aber der Hund, der sich nähert, hört sich doch nicht an wie eine U-Bahn. Nee, gar nicht. Ja, so. Naja, egal. Auf jeden Fall geht es halt weiter. Sie merken, dass was da ist und plötzlich kreuzt etwas ihren Weg. Also das stelle ich mir so vor wie in diesen klassischen Gruselfilmen. Mhm. So, du guckst und mal so. Oh. Ja. So. Und das ist natürlich schon. So wie schon bei Alien. Gruselig. Ja, genau. Ja, das ist schon eine coole Szene oder so. Nachts im dunklen Park und vorbei huschende Schatten, Donnergrollen. Ja. Und ich meine, es wird ja dann auch nochmal dramatischer. Ja. Es ist ein lautes Brüllen zu vernehmen. Ja, und das verstehe ich nicht, warum die da halt irgendwie so eine komische Soundkulisse nehmen. Das war das hat mir nicht gefallen. Das ist ein bisschen, ist das nicht so wie das blaue Biest oder wie dieses schwarze Biest aus. Ach ja. Wie heißt die Folge nochmal? Wo die bei diesem Zirkus Tamarok waren, ne? Oder wo bei so einem Zirkus so ein komisches. Ach, Gedöns da, ihr wisst schon. Sebastian, du grinst schon so. Nein, das ist wieder so ein. Wenn das keiner von uns weiß, ist das immer so blöd. Das ist doch irgendwie bei der Bestie, weiß ich nicht. Oder? So, Schwarze Bestie. Schwarze Bestie, ja, kann sein. Habe ich auf jeden Fall, habe ich letztens noch gehört zum Einschlafen. Ja. Also,
tatsächlich, nachdem dieses obskure Brüllen einsetzt, ja, und dieses etwas, diesen Weg kreuzt, reicht es Bob und er zückt endlich seine Taschenlampe, ja, die er die ganze Zeit so bei sich hatte. Hat er irgendwie Spaß dran, dass sie da im Dunkeln rumkriegen. Und die zückt und geht der Sache auf den Grund und sie finden einen Hund, der zitternd und erschöpft vor ihnen liegt. Ja. Wie gruselig. Ja, total seltsam, genau, weil es ist halt, muss man ja sagen, das, was dann nachher passiert, so bei der zweiten Begegnung im Park, das ist das, was man sich eigentlich schon bei der ersten gewünscht hätte. Ja, so also gewünscht nicht. Hätte, um die Handlung sinnvoll voranzubringen, oder? Ja. Also sie finden im Prinzip ja jetzt kein bedrohliches Tier, sondern eher ein leidendes Tier, oder? Ja, genau. Oh. Also Bob tut er ja auch, glaube ich, leid und überlegt er nicht, ob er ihn mitzunehmen oder... Keine Ahnung. Ja, schön. Was machen Sie eigentlich mit dem Hund? Lassen Sie den da liegen? Ich glaube schon. Einfach, ja. Ja, cool. Ja. Ja. So weit geht es dann nicht, ne, die Tierliebe. Naja, auf jeden Fall ist es ziemlich, die Szene ist damit zu Ende und sie startet wieder, dass sie am nächsten Morgen sich sie in der waren, Zentrale treffen. Waren Sie dann jetzt eigentlich im La Fortaleza? Nee, ja, sie sind dann natürlich, ja, können sie ja nicht gewesen sein, gibt's ja nicht. Nee. Aber sie sind dann ja nach Hause. Ja, ja. Sie sind umgedreht. Stimmt, aber eigentlich ist ja jetzt, Moment, ist ja nicht viel passiert. Also, ja, richtig. Sie hätten ja sagen können, ja gut, da liegt da halt ein halbtoter Hund. Gehen wir mal weiter und trinken unsere Tamarindenlimonade. Genau. Ja. Ja, und dann wäre, also das ist ein Schwachpunkt im Plan der Verbrecher. Auf jeden Fall. Ja. Fällt mir auch jetzt auf. Ja. Ne? Tatsächlich, warum sind sie nicht weitergegangen? Ja, gut, wenn wir den Plan mal, naja, das werden wir ja noch sehen. Ja, ja. Ja, ja, gut, also mit Spoiler können wir uns hier nicht aufhalten. So. Nee. Aber es ist. Gut. Naja, ja, komm weiter. Stimmt. Sie sind also nicht ins La Fortaleza, sondern sie gehen am nächsten Morgen, treffen sich in der Zentrale und der Bob hat recherchiert und sagt, Mensch, da gab es noch weitere Angriffe von Hunden. Am gestrigen Abend sogar, im Park. Ja. Und sogar in einem Fall davon kam es sogar zu einer konkreten Verletzung. Und zwar durch einen Golden Retriever. Golden Retriever? Wie Justus dann so schön sagt, dass das so die familienfreundlichen Hunde sind und dass der Golden Retriever niemandem etwas tun will. Nein. Ja, niemals. Es gibt keinen Golden Retriever auf der ganzen Welt mit Zähnen. Ja. Tatsächlich. Fand ich auch übertrieben, muss ich sagen. Ich habe mal gegoogelt ein bisschen die Berliner Beißstatistik, ist der Golden Retriever auf Platz 3. Ach, guck. So, ne? Da hat Justus aber mal schlecht recherchiert. Ne? Ja, das kann natürlich jetzt auch sein. Also die Golden Retriever-Fans mögen es uns hier verzeihen. Das kann natürlich auch sein, der ist sehr verbreitet. Ne? Naja, also, wenn es viele gibt, dann beißen auch viele. Wenn es viele gibt, beißen viele. Also ist die Statistik unter Umständen nicht bereit. Ja, das ist schon der beliebteste Hund, oder? Golden Retriever. Was ist das für eine geile Statistik? Eine Beißstatistik? Ja, Berliner Beißstatistik. Berliner Beißstatistik. Genau. BBS. Ja. Okay. Boah, jetzt regnet es hier aber. Okay, ja, es ist... geht's richtig ab. Die armen Narren. Tja. Ja, ich hoffe, dass uns das jetzt nicht die Aufnahme unnötig... verhagelt. Das ist doch gemütlich. Ja, das stimmt. So. Ja. Naja, auf jeden Fall fällt Peter ein, dann... Ey, Golden Retriever, Moment. Meine Mutter hat eine Freundin... Und deren Golden Retriever ist auch abgehauen und die wohnt in der Nähe vom Park oder angrenzend an den Park. So. Und der ist bis jetzt nicht zurückgekehrt. Ja. Das könnte ja dieser Golden Retriever sein. Ja, entlaufene Hunde jagen oder was. Das erinnert mich jetzt auch wieder an eine Klassikerfolge. Da kommt auch ein komisches Geräusch drin vor. Das stimmt, ja. Da gibt es viele Hinweise. Ne? Das ist so ein bisschen unheimliche Drache. Ja, aber man hört halt, man hört aber, dass wirklich viele, viele Rückbezüge auf alte klassische Folgen da sind. Das fällt mir jetzt beim drüber sprechen deutlich mehr auf, als es mir beim Hören aufgefallen ist. Ja. Naja, und auf jeden Fall bleibt Justus dabei. Er hält es für sehr ungewöhnlich, dass da dauernd Köter rumrennen, die andere Leute beißen, so, ja, oder anfallen. Und er möchte der Sache auf die Spur gehen, sozusagen. Wovon Peter natürlich erfahrungsgemäß nicht oder erwartungsgemäß nicht begeistert ist, ja. Wobei sich alle einig sind, dass das Verhalten ungewöhnlich ist und eigentlich einer Nachforschung bedürfe. Ja,
Und Bob macht dann noch irgendwie so einen lustigen kleinen Witz, ne, wo Peter dann sagt, nein, in den Palisades Park kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Und Bob dann sagt, ja, aber vielleicht 10 Golden Red Reaver. Also, ja, das kommt später. Aber yeah. Genau, das ist so dieses, ich will nicht in den Park. Und Bob sagt dann so, nee, ich glaube, Justus meint genau das Gegenteil. Ja, ja, stimmt, ja, das sagt er so schön eigentlich. Ja. Das ist ein schöner Witz eigentlich. Ja. Das ist ein schöner Humor, der da ja, so finde ich auch. Ich finde, er sagt das total cool. Also ich wünschte, ich könnte so schlagfertig. Die sind sowieso, finde ich, die erste Hälfte dieses Hörspiels, muss ich sagen, gefällt mir wahnsinnig gut. Und gerade in den Anfangsszenen finde ich diesen witzigen, das Zusammenspiel zwischen den dreien ist mega unterhaltsam. Ja, das gefällt mir auch. Ja. Da seid ihr allein, ne? Also ich glaube, es gibt viele, die genau das also dem Sonnenleitner vorwerfen, dass er die zu sehr frotzeln lässt miteinander wieder. Also ein bisschen wie wir es bei Geheimakte UFO blöd fanden oder so. Ne? Nee, gefährliche Fässer. Und bei gefährliche wo die sich so Fässer. Die ganze Zeit mobben gegenseitig. Ja. Ne? Oder wie, vor allem aber das mobben. Das habe ich jetzt oft gelesen, dass viele mit der Art und Weise, wie er die miteinander interagieren lässt, nicht einverstanden ist. Aber ich fand es auch eher erfrischend. Ich fand da an der Stelle jetzt auch nicht so schlimm wie bei gefährliche Fässer. Also, dass mir das so aufgefallen wäre. Das ist irgendwie abgemildert im Vergleich zu den Crimebustern, aber sie kommen halt schon ein bisschen jugendlicher rüber, ne? Ja, und vor allem sind die ja auch nett miteinander. Also es ist ja nicht so, dass man sich da jetzt ständig, dass man die dicken Witze zählen müsste, sondern die sind einfach witzig miteinander. Und aber es bleibt auch da Geschmackssache. Ja, natürlich. Ne? Jedenfalls, als sie im Park sind, will Bob wissen, was der Justus eigentlich vorhat. So, es ist jetzt wieder Tag, ne? Ja, genau, es ist Tag. Das ist, finde ich, gar nicht so. Also, für mich ist innerlich oft noch Nacht gewesen, tatsächlich irgendwie, aber es ist Tag. Ne? Jetzt am so. Tage sieht alles ganz friedlich aus. Da ist nämlich Justus, macht nämlich da direkt den nächsten Wortwitz, den ich wahnsinnig gut finde. Und wir sind hier am Park und wir wollen nämlich gucken, was uns auf und nicht was uns anfällt. Ja. Das finde ich super. Okay. Ja. Weil Peter natürlich Schiss war. Ja, wir sind jetzt hier, jetzt kommen nochmal die Hunde und Justus macht, ja, mach mal ruhig, wir gucken mal. Ne? Ja. Aber es ist nicht klar, was Justus jetzt entdecken möchte eigentlich so. Er sagt, er will den alten Weg ablaufen. Er will einfach mal bei Tag nochmal drauf gucken. Aber was erwartet er? Weiß ich nicht, aber es ist eigentlich auch ein sehr logisches Vorgehen. Einfach nochmal sich auf Spurensuche zu begeben. Das macht Justus immer. Logisch. Er sagt, dann gehen wir jetzt einfach hin. Ne, so, das ist so seine Antwort auf alles. Ja, aber was will er denn auch? Also ich falle auch für das Vernünftigste. Wenn man was rausfinden will, was da passiert ist, wo soll man das denn rausfinden? Zu Hause? Keine Ahnung. Direkt zum Hundepsychologen. Ach so, ja, na klar. Ja, gut, okay, sie gehen dahin. Klar, wäre das eine Möglichkeit, aber... Und sie latschen diesen Weg ab. Und sie finden alte Dosen Hundefutter, die auch keine Rolle mehr spielen. Also habt ihr eine Idee, warum die da rumliegen? Haben die Gangster die anlocken? Ja. Die wollen Hunde anlocken, um denen die Halsbänder anzuziehen. Und da musst du ja erstmal einen Hund für haben. Ja, stimmt. So, und wie kriegst du einen Hund? Mit Essen, das weiß doch jeder. Ja, Hunde sind ja wie Haie, ne? Die riechen so eine Dose Hundefutter auf 3 Kilometer. Schon ganz praktisch, dieser Park, der scheint nicht so groß zu sein. Ne? Es scheint so diesen einen Weg zu geben, wo dann irgendwie hier praktisch alles nebeneinander, die Hundefutterdosen und der Meteoritenstein und alles irgendwie. Ja, er muss schon groß sein, sonst würde die Absperrung gar keinen Sinn machen. Und wenn man guckt, es gibt eine Karte von Rocky Beach, die mal gezeichnet wurde. der liegt sehr zentral und der ist schon fett. Ja. Und ich muss mal sagen, der hat wirklich krasse Vögel. Ist euch das aufgefallen bei dieser Soundkulisse? Nein. Wieder. Ich hab das gehört irgendwie, als ich einschlafen wollte. Ich habe mir das schon ein bisschen her, als wir gedacht haben, ja komm, wir nehmen die Folge. Und ich konnte nicht pennen in der Zeit, weil da ist ein so ein totaler Vogel. Ja? Und der macht wirklich die ganze Zeit so Chip, 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 Chip. Und es war wirklich wie eine Nadel in meinem Kopf. Also das war wirklich, das war ganz, ganz fürchterlich. Ey, dieses Vogelfieder. Also da muss man viel wäre das echt tatsächlich mal eine Anfrage an André Meniger, ganz gut zu sagen, was war da los? Und ich finde auch insgesamt diese ganze Soundkulisse in dem Hörspiel ist an vielen Stellen echt übertrieben. Auch finde ich auch die Musik. Blackie auch deutlich zu gesprächig an manchen Stellen. Und ja, auch die Musik ist manchmal so übertrieben. Ja. So, man denkt, komm, geh mir nicht auf die Nerven. Ja, ja, es ist schon alles so ein bisschen heischerisch. Ja, aber das ist doch folgerichtig. Wir reden hier aber zu inhaltlich die Hommage an den totalen Trash im
im liebevollen Film. Sinne auch. Meinst und du, das hat der umgesetzt? Da auch dann die Musik drüber ist, die Dramatik drüber ist. Und der Vogel das drüber ganze ist. Setting an sich auch irgendwie drüber ist. Also das habe ich dann schon nur beim zweiten, dritten Hören irgendwie auch eher so liebevoll umarmen können. Also das habe ich, ist okay. Ja. Also das gehört für mich zu dem Gesamtpaket der Folge irgendwie dazu. Das ist jetzt schon, da sind wir echt in echten Deutschlehrersphären. Ja, ja, so, weil wir natürlich jetzt eine hohe, also was hat der Autor und auch der Abmischer sich dabei gedacht? Spannenderweise fällt mir da ein, dass viele ja sagen, dass die das Hörspiel, das erste Mal das Hörspiel im Gegensatz zum Buch gelungen finden. Also dass viele das Buch ablehnen. Und das Hörspiel sagen, na, der hat er aber noch gut umgebogen. Okay. Ne? Also, okay. Und das würde ja letztendlich, also vielleicht gibt es da ja so ein, dass André Minier gedacht hat, das hört sich für mich an wie Trash, also mach ich auch Trash drauf. Ja, es ist von mir, also es ist mir aufgefallen, es ist jetzt nicht, dass ich sage, es macht mir komplett die Folge kaputt, ne, aber es ist schon sehr aufgeregt gemischt an vielen Stellen. Ja. Das kann sein. Wo wir eigentlich auch schon zur nächsten Stelle kommen. Ne? Justus entdeckt diesen Stein, glaube ich, ne? über den Peter gestolpert ist. Es ist ein seltsamer Stein, den er da so nicht vermuten würde, der auch irgendwie nicht ins Gesamtbild passt. Und irgendwas passt nicht ins Gesamtbild. ja, genau. Ich finde nur noch nicht raus, was. Hey, er führt keine Telefonleitungen hin. Ja. Und er fragt Peter nach dem Dietrich. Und Peter ist erstmal so, ich sehe hier echt mal weit und breit keine Tür. Was ich eigentlich auch ganz lustig finde. Das ist wieder dieses Frotzeln. Ja, und genau. Bob, der sagt da mineralogisches Interesse in allen Ehren und so. Also es ist auch, ich finde, das tatsächlich, das schafft so eine Lebendigkeit. Ja, und auch irgendwie eine freundschaftliche Beziehung zwischen denen, ne? Wo man auch sich mal einen lustigen Spruch drücken kann. So. Finde ich, okay, finde ich lebensnah. Genau, und er werkelt dann mit dem da dran und Peter denkt, okay, ich habe doch irgendwas gemerkt. Ah nee, doch nichts. Und plötzlich schreit er, lauf! Und dann geht's 100% ab. Panik. Genau. Und das finde ich so lustig, Justus noch so, Moment, ich hab's gleich. Ne, Klassiker. Das ist Jana Jones muss seinen Hut noch mitnehmen. Ne? Ja, das ist so eine Rückkehr auch zu den Klassikern. Der Justus, wenn er sich in was verbissen hat, dann ist das seins. Ja. Und dann möchte er das auch behalten. Aber wie krass muss dieser Stein aussehen, dass er da auch, dass da diese Neugier so groß ist. Ne? Also ich meine, er sagt, er sieht ein bisschen aus wie geschmolzen und der glitzert so komisch, aber also da so ein Justus so auch zu triggern. Ja, aber Justus ist ja schon tatsächlich auch diese Allgemeinbildung von ihm, die habe ich ja immer geschätzt, der kannte sich ja zu allem aus und auch, dass er gerade Geologie und so weiter, das ist für mich so auch Sherlock Holmes mäßig. Sherlock Holmes das ja auch sofort weiß. Wenn Sherlock Holmes da letztendlich Erde an den Schuhen, dann weiß der ja immer gleich, wo der Typ wohnt und sowas. Und das fand ich schon echt gut. Ja, ist auf jeden Fall so angefixt, dass er sich auch dafür in Gefahr begibt, weil es wird natürlich eine knappe Kiste, bis der Hund ankommt. Sie kommen so gerade noch über einen Zaun und da ist auch, also da ist wirklich ganz, ganz viel Aufregung, ne? In der Mischung auch. Und das ist halt alles sehr, sehr schrill und krass und fast hat er einen noch am Bein und dann so gerade noch über den Zaun und dann bricht der Hund auf einmal wieder total in sich zusammen. Ja. Ne? Und wird erstmal zum lieben Hund und dann ist er auch weg, als dann der Mensch kommt, weil sie sind nämlich auf das Gelände von der Bank of America geflüchtet über den Zaun und da haben sie natürlich erstmal keinen Zutritt eigentlich und da läuft halt ein Security-Typ rum, der den natürlich auch erstmal aufgabelt und sehr unfreundlich fragt, was sie da wohl zu suchen hätten und sie sollen wohl mal mitkommen, ja welcher Hund eigentlich? Genau, ist kein sagen, Hund, wo ist kein sagen, Köter? Ja, wir sind hier, weil der Hund hier... welcher Hund eigentlich? Ne? Ja, Mist. Aber spannend ist noch, ne, Bob versucht ihn ja irgendwie mit so einem Stock wegzuhalten, diesen Hund, ne, und löst dabei das Halsband. Das ist ja nochmal was eigentlich für uns wichtig ist, aber dann zu kurz kommt irgendwie. Es ist auf jeden Fall ein domestizierter Hund, ne? Also kein wilder. Ja. Weiß man halt auch dann, ne? Mit Halsband. Gut. Und natürlich ahnen wir noch nicht, dass wenn sie jetzt auf dem Gelände der Bank auf America sind, dass das nochmal später irgendeine Rolle spielen könnte. Nein, warum auch? Nee, das ist totaler Zufall. Jetzt sind sie erstmal einen Anruf bei Inspektor Cotter später
sind sie über jeden Zweifel erhaben und dann auch wieder auf dem Weg nach Hause. Justus ist natürlich entsprechend angepisst, weil das einfach Umstände und Zeit kostet und ablenkt und sie irgendwie auch immer noch nicht wissen, was jetzt gebacken ist. Und weil der Kotter ihnen nicht glaubt und sagt, das ist ein Fall für die Hundefänger. Ja. Und das zieht sie im Buch auch nochmal ganz deutlich. Der Justus ist total angefressen von dieser Geschichte. Er wird nicht ernst genommen. Ja. Das kotzt ihn. Der flippt auch in einer Szene bei Kotter im Büro, flippt er aus. Ja, so. Und aber noch nicht jetzt, hoffe ich. Nee, aber später. Später. Okay. Wirklich läuft er da auf und ab und sagt, was muss ich denn machen, damit sie mir glauben und so. Ne? Also so wirklich dreht total durch. Und das ist so ein bisschen auch, das finde ich beim Sonnenleiter nochmal schön, dass er das zurückholt. Dieses, das sind Kinder und eigentlich glaubt Kindern keiner. So, die werden immer so ein bisschen runtergehalten. Wenn es um Hunde geht, ich meine, wie viele selbsternannte Detektivclubs jagen irgendwelche entlaufenen Hunde? Ja. Meiner zum Beispiel damals. Genau, meiner auch. Ja, ist der Klassiker halt. Ja. Glaubt man erstmal nicht. Nein, es ist halt jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel passiert letztlich, aber sie bleiben halt dran und Justus hat jetzt die Idee, zu dem Hundeexperten Dr. Brolin zu gehen. Ne? Genau, um rauszufinden, was lässt Hunde eigentlich so ein komisches Verhalten zeigen. Ja, Tollwut steht irgendwie hoch im Kurs, ne? Da fragen sie ihn dann auch irgendwie nach. Der Brolin ist aber auch so jemand, der ist sehr kurz angebunden erstmal, ne? Ja. Der ist so, wo ich mir denke, so, ja, Hundeexperte, ja, danke schön, das hätte ich auch gewusst. Ihr Steinklumpenexperte. Ja, genau. Das hätte ich wohl auch gewusst. Privatsprechstunde beim Hundeprofi, ne? Der ist dann erstmal irritiert, dass sie keinen Hund mithaben. Der aber, Martin Ritter wird auch geblieben, war. Oh, ja. So ungefähr, ja. Zudem gehen sie aber auch aus freien Stücken irgendwie. Das ist dann, das fiel mir nämlich auf, dass bei allem, was da so eingefädelt und orchestriert wird. Der Weg zu Dr. Brolin. Ja, sehr gut. Freiwilliger sehr gut. Ist. Halt das mal bitte fest, das würde ich gerne nachher. Mit, ne? Und weil jetzt ist der Zufall, will es, dass Justus ihm die Karte gibt und ihm dabei der Stein aus der Tasche fällt. Ne? Und Brolin dann sagt, was ist denn das, was da rausgefallen ist? Und sich als Hobbygeologe outet und sagt, der kommt mir komisch vor. Darf ich mir da eine Probe von abnehmen? So einen habe ich noch nie gesehen. Aber auch zusätzlich noch, dass er die anfangs so abbügelt und sagt, jetzt habe ich aber auch keine Zeit mehr und so. Ne? Das passt ja überhaupt nicht zum Plan, den er eigentlich hat, weil er will die ja auch da haben. Der Brolin hängt nicht mit drin. Nee, gar nicht. Brolin ist unschuldig. Nee, deswegen, ich finde, also du bist vielleicht bei einer anderen Szene. Ja, nee, stimmt, klar. Du hast recht. Ja, ich bin mal klar. Ich finde, das wäre aber schlau, wenn Brolin mit drin hängen würde. Das würde Sinn machen. Genau, Brolin hängt nämlich nicht mit drin. Und ich habe in der Szene nämlich Brolin auch einfach total nett und einfach sehr hilfsbereit erlebt. Der sagt natürlich auch... Ja, aber der ist so als Hundeexperte, sagt der null. Der sagt, doch. Nee, das kann es nicht sein. Ein Hund würde normalerweise, wenn er Tollwut hätte, dann seinen Angriff nicht abbrechen. Und ansonsten habe ich auch keine Ahnung. Tschüss, ich habe keine Zeit. Nein. Doch. Nein, der sagt, ich kümmere mich drum, ich schalte die Behörden ein. So, danke, dass ihr euch gekümmert habt. Aber jetzt verpisst du. Ich bleib dran. Und dann schickt er die weg, das ist doch völlig in Ordnung. Ja, kann keine Sache. Ich finde schon auch, also ich bin der Hannos Meinung, der ist schon kurz angebunden. Ja. Und dann, als er Steinklumpen sieht, da hat man Zeit plötzlich. Ne? So. Ja, genau, ja, richtig, so. Das meine ich. Ne? Da ist das so dieses, guck mal, ein Stein. So Hunde, die hier rumlaufen, ja, ich kümmere mich. Ist ja nur mein Job, ne? Töne. Aber Stein. Okay, also ihr mögt ihn nicht so. Er verhält sich irgendwie komisch, finde ich. Also gerade dann mit diesem Stein dann, dass er dann auf einmal so viel Zeit hat. Na, es geht. Also er sagt halt, den finde ich spannend, darf ich den untersuchen? Und Justus sagt, ja, gerne. Sie können das in Zweifelsfall besser als ich. Tschüss. Ja, gut. Und das ist ja irgendwie ein Glücksgriff auf jeden Fall für die drei auch, weil natürlich hätte mich auch interessiert, was macht denn Justus selber, um irgendwie zu untersuchen und auf diese Fährte überhaupt zu kommen, dass das ein Meteorit ist. Ja, gut. Wie wäre er auf diese Fährte sonst gekommen? Ist natürlich, in die Richtung gibt es natürlich viele Fragen. Ne? Aber Justus hätte garantiert, in Rocky Beach gibt es ja alles, irgendwen aufgetan, der sich damit auskennt. Denn er hat sich einfach nur einen Arbeitsschritt gespart an der Stelle, weil ihm halt ein Hobbygeologe einfach über den Weg läuft. Ich habe mich das auch gefragt, wie kriegt man das raus? Also, sag ich mal, vergleichst du das mit allen Gesteinen, die es auf der ganzen Erde gibt und sagst, oh, das ist aber keins davon. Aber Steine sind ja in der Regel vermutlich mal
überall gleich. Nee, das, man kriegt es darüber raus, über die, also der beim Flug durch die Atmosphäre verbrennt der ja. Also das heißt, diese Steine haben schon eine durchaus charakteristische Kruste und man kann die erkennen. Und dadurch, dass das Gestein geschmolzen ist und dann auch schlagartig relativ schnell wieder abkühlt, bilden sich so kleine Einschlüsse und Kügelchen an der Kruste. Die nennen sich aus dem Vulkan sein. Die nennen sich Chondrin. Nein, das kann nicht. No. Das kann nicht aus dem Vulkan sein, weil im Vulkan die Zusammensetzung der Atmosphäre nicht so ist. Also die fliegen halt dann nicht in der Geschwindigkeit durch Luft und durch Sauerstoff an der Stelle. Falco, heute gibt der Hanno mir das Gefühl, der dümmste Mensch der Welt. Nein, ich habe das meistens pulverisiert, Stefan. Nein. Ich habe das aus einem Hörbuch namens Meteor. Das ist von Dan Brown. Ist das. Und da geht es tatsächlich darum, dass die NASA verarscht werden soll, weil ein Meteorit irgendwie geklaut worden ist und irgendwo im Eis in der Antarktis abgelegt worden ist, um eine Riesenwelle zu machen und so. Und da sagst und du bereitest dich nicht vor? Ich habe mich indirekt vorbereitet, weil das Hörbuch habe ich halt vor Jahren schon gehört. Und die TKKG-Folge, ja, du hast recht, die habe ich auch nochmal gehört. Okay. Ja, aber hier sind ja hier Fakten. Mal, ohne ich Ende. Ich ziehe gerade um, ich habe ganz viel Zeit beim Packen Hörbücher zu hören. Okay. Also wie gesagt, heute erst erzählst du mir mal kurz, wie Diabetes funktioniert, jetzt hier diese Meteorgeschichte. Ich komme mir echt so doof vor. Ja gut, okay, jetzt wissen wir es ja, dass man das daran erkennen kann. Darfst mich Justus nennen? Ja, du bist heute der Justus, heute der Justus der Folge. Ne? So, ne? Mal gucken. Ob das so weitergehen kann. Ich komme mir vor wie der Blackie hier. So. Naja, in der Zentrale zurückgekehrt, ja, wartet bereits Peter und sagt, ich habe mich schlau gemacht mit dem Golden Retriever der Freundin meiner Mutter. Der ist wieder zurück. Ja. Und hat halt ein anderes Halsband an als vorher, komisch. Aber sonst geht es ihm wieder gut. Ja, genau. Im Buch bringt er das Halsband sogar mit. Ah ja, nett. So. Aber, dann hat er noch recherchiert, nur so viel zur Frage, was wäre denn, wenn die durch den Park weitergegangen wären. Das Restaurant La Fortaleza gibt's nicht. Ja. Nur unter der Telefonnummer, die da auf der komischen Karte steht, ist niemand zu erreichen. Ja, schwer seltsam. Und dann wird das aber auch erstmal nicht weiterverfolgt, weil dann gibt's natürlich schon den Anruf. Es gibt den Anruf. Weil Dr. Brolin halt in seinem Beruf als Hundeprofi so viel Zeit hat. sich umgehend mit dem Stein zu beschäftigen und schon direkt zack auch das Ergebnis seiner Analyse vorliegen hat, nämlich dass dieses Gesteinsstück nicht von dieser Welt ist. Wie sollte Dr. Brolin umschulen? Ja. Aber tatsächlich, aber das hat mich auch gestört, weil ganz ehrlich, jetzt ist doch so die Frage, das kann doch an Justus nicht vorbeigehen. Ich merke was. Ich kriege was Getränkegutscheine für ein Getränk für ein Getränk in einem Restaurant und später stellt sich raus, das gibt das nicht. Ich bin reingelegt worden. Da ist doch klar, dass es um mich geht. In dem Moment ist mir doch klar, es geht hier um mich. Und ich soll reingelegt werden. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, kümmern die sich immer noch um Hunde in einem Park, die bekloppt sind. Und die haben viele Spuren, die irgendwie seltsam sind und viele lose Enden, aber sie kümmern sich jetzt erstmal ausschließlich um diesen blöden Stein. Ja. Ja, da liegt halt ein Meteorit rum. Ja, okay, das ist vielleicht auch ein Fall. Ja, aber der hat ja augenscheinlich erstmal nicht wirklich was mit den Hunden oder mit dem Fall zu tun. Also für mich ist diese Verbindung nicht logisch, die da, ne? Also warum kümmern sie sich jetzt um diesen Meteoriten? Warum kümmern sie sich nicht weiter um Hunde? Sie haben ein Halsband, was ein verschwundener Hund anhatte. Dem sollten sie sich widmen als gute Detektive. Ja, und sie sind, Blick drauf werfen. Und sie sind verarscht worden, ne? Wie du sagst, durch den Palisades Park geschickt worden zu einer Adresse, die es nicht gibt. Von einem Typen, den man vielleicht auch irgendwie ausfindig machen könnte. Ja. Und es gibt irgendwie diesen komischen Verband Rocky Beach, der da könnten sie sich auch irgendwie mal schlau machen. Gibt es den? Fragezeichen? Genau, den gibt es wahrscheinlich auch nicht. Und das war auch schon zu Zeiten von Internet. Da hätten sie auch mal nachgucken können, ob es diesen blöden Verband gibt. Dann
hätte es drei gute Spuren gegeben, die nicht Meteorit sind, an denen man mal hinterhergehen könnte. Ja, oder wo man, das hatten ja schon manchmal, dass Justus dann schnallt, ja, dass es um sie geht, dass man ihnen gerade was erzählen will. Ja, ja, dass irgendjemand gerade vorhat, ihnen eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und das ist doch hier in dem Fall auch so, dass er ja eigentlich denken muss, Moment mal, wir wurden da hingeschickt. Das wäre, ja, naja, auf jeden Fall, sie greifen es nicht auf, sie sind von dieser Meteoriten-Story, ja, ja, so geplättet. Ja, ja, und da kippt für mich an der Stelle, kippt die Folge. Das ist irgendwie, also da verliert sie mich. Ja, bei mir ist es noch eine Szene später, aber okay, genau, es ist tatsächlich, ja, so, dass sie da einfach genauso gerade durchhecheln, wie das wohl auch von ihnen gewollt ist, ne? Weil ja, erstmal stellen sie halt fest, okay, wenn dieser Stein jetzt ein Meteorit ist, ja, so, dann, so viel Logik haben sie ja schon noch beisammen. Irgendwas kann ja nicht stimmen, weil wenn er da eingeschlagen wäre im Park, ja, ja, genau, aus dem Weltall angeflogen, hätte es ja wohl irgendwie im Krater sichtbare Spuren gegeben, die gibt's nicht. Also irgendwas ist da faul und dann ist es auch nachvollziehbar, dass die da angefixt sind von was da los. Ne? Finde ich auch nachvollziehbar, aber ich finde, da verlieren sie einfach den Fokus. Zumal der sag ich mal, kongeniale Schluss, die Dinger gäbe es ja nicht beim Baumarkt um die Ecke. Ja, 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 das ist so ein Gag, der dann vielleicht nicht ganz so zündet, aber es ist dann natürlich auch jetzt schnell erzählt, dass eine Recherche und zwei Stunden später Bob natürlich schon mal eine heiße Spur parat hat, weil er sagt, ja, Meteoriteneinschlag bei den Hillbillies gab's. Nicht im Park, aber hier in der Nacht 12. auf den 13. Juli gab's das in den Santa Monica Mountains und hab ich in der Zeitung gefunden, mhm, und dann wird ja letztlich über seinen Papa auch Name und Adresse besorgt. Das darf man natürlich jetzt nicht, ja, in die Breite tragen. Ja. Ne? Datenschutz, DSGVO und so. Meine Güte. Nee, aber Punkt 2 auf der Liste. Ne? Wie die Gangster mussten sich darauf verlassen, dass Bob über diese Connections verfügt, um, mhm, sie bei Jenkins auftauchen zu lassen. Ja, ja. Es ist, ja, ja, gut, ich meine, ja. Ja, ja, wer weiß, vielleicht hätten sie ja auch noch irgendwie dann noch, ich sag mal, einen Schubser parat gehabt, ja, so zur Ehrenrettung dieser Ganoven. Es ist auch, natürlich hätte keinen anderen Weg, gegeben, sie in den Park zu schicken, ohne Kino, mhm, und mexikanische Show. Es ist, kann man mal. Das mag ja aber noch durchgehen, aber, aber dann. Wie, ja, sollst du da drauf kommen? Also das ist irgendwie schon, naja, egal. Sie fahren auf jeden Fall zu dieser Farm. Genau, und, ja, es ist tatsächlich so ganz kurz, genauso wie du sagst, Hanno, da verlässt es dich. Ja. Ich habe nämlich hier auch für mich gerade überlegt, das ist Halbzeit des Hörspiels. Ja. Und bis hierhin ist das für mich noch, bei allem, was da Gewusel ist und, mhm, durcheinander ist, ist das cool inszeniert und cool erzählt. Und, ja, ich bin neugierig, was da passiert und wo da die Verbindungen sind. Und es ist für mich noch nicht gekippt zu einer blöden Folge. Ja. Aber jetzt geht's weiter. Als wir bei Jenkins sind. Also sie tauchen bei Jenkins auf, sie fahren, glaube ich, mit dem Auto hin, stellen das Auto etwas ab, leeren ihre Wasserflaschen aus oder so. Ja, ja, machen auch Wanderer, die Wasser, ja, brauchen. Genau, und gehen so los, sehen diesen Krater und dann kommt auch Jenkins schon aus dem Haus. Und was erwartet der geneigte UFO-Hörer, dass der sie mit einer Schrottflinte, ja, wegjagt? Ne, so. Nee, von wegen. Jenkins sagt, ja, hallo. Hier oben kommt ja sonst nie jemand, aber so allein. Ja, das ist schlimm. Ja. Meine Frau ist vor ein paar Tagen abgehauen. Ja. Tja. Ja, er lädt sie ein zu Limonade und Cracker. Und und macht hier schon mal, lässt ganz viel, ja, was macht er denn? Ich studiert. Wo studiert er denn? Ja, in der USALA. Ja, ja, da kenne ich einen. So studieren sie da nicht. Erstmal sagen sie alle so, ja, Ja, ja. Ja, nee. Ja, gut, ne? Sie haben sich da auch nicht groß irgendwie abgesprochen, ja, irgendwie. Also, aber sie geben sich als Geologiestudenten aus, genau, von UCLA. Genau. Und dann, und das ist so, dann sagt der Jenkins, ach guck mal, da war bei mir einer von der UCLA. YMCA. Und das ist hier der Professor Clark, ja, also, und kennt ihr den? Und dann sagt der Justus, nee, den kennen wir nicht mehr, weil der macht das ja nicht mehr. Und dann sagt er, was, wieso?
Und dann sagt er, ja, weil der EM steht hier. Und dann meint, ja, ich weiß, dass das, was es heißt. Der lehrt nicht mehr. Ja. Hä? Ja, also. Ja. Entweder wusste er es oder er wusste es nicht. Also so, naja, es ist irgendwie, finde ich, ein bisschen... Ja, und EM steht für und er fällt ihm dann ins Wort und sagt, ja, emeritiert, ich weiß. Ne? Genau. Er lehrt nicht mehr. Wobei auch das nicht, also es muss ja nicht zwingend ein Widerspruch sein. Finde ich also, auch nicht. Er hat die Karte von einem emeritierten Professor, der sich ja angeblich dann im Zuge dieses Meteoriteneinschlags bei ihm gemeldet hat. Ne? Genau. Was aber auch durchaus ein Professor machen kann, der sagt, das ist eine spannende Sache. Ich lehre zwar nicht mehr, aber Meteoriteneinschlag bei Ihnen darf ich mal vorbeischauen. Ich lasse Ihnen gerne meine Karte da. Insofern kann das sein, dass er die Karte von dem hat und die Jungs ihn trotzdem nicht als lehrenden Professor kennen. Also das muss jetzt ja kein Aber das, wenn er doch weiß, dass er nicht mehr lehrt, ja, dann weiß er doch auch, dass Sie ihn nicht kennen können. Na... Ja, okay, ja gut, das stimmt. Ja, doch, das stimmt. Ja. Es ist eine Kleinigkeit, ne? Ich will mich daran nicht hochziehen, aber das war so, was mir halt so aufgefallen ist, dass man ganz viel unterbringen wollte. Man wollte diesen Widerspruch aufbringen, dass der dumme Bauer weiß, was emeritiert bedeutet. So. Und das finde ich irgendwie doof, muss ich sagen. Also das ist dann so, warum soll der dumme Bauer das nicht wissen? Ja, eben. Also Justus ist ja felsenfest davon, das ist ja der Grund für Justus, da dann die Segel zu streichen und zu sagen, mit dem stimmt was nicht, weil er weiß, was emeritiert heißt. Ja, noch die Schwielen. Nee, also es ist ja schon so, dass... Okay, Hände wie ein Babypopo, okay. Es ist schon so, dass im Hörspiel... stell ich mir gerade bildlich vor. es ist ja schon so, dass im Hörspiel ausdrücklich... Er auch gesagt hat, so ohne jetzt allen irgendwie zu nahe zu treten und so, es ist zumindest verdächtig, es puzzelt Stein 1. Und das andere ist ja, dass er offensichtlich gelogen hat, weil im Zeitungsartikel steht was von seiner Frau. Stimmt. Er erzählt aber, dass er hier so einsam ist. Ja. Und sein ganzes Auftreten und seine Hände lassen nicht vermuten, dass er hier körperlicher Arbeit nachgeht. Und das ist auch, finde ich, so. Ja. Ist auch jetzt nicht irgendwie, weiß ich, Diskriminierungsfalle. Ist eher, finde ich, auch tatsächlich eine sinnvolle Beobachtung. Das stimmt. Aber Und die Summe macht's dann, wo sie sagen, lass mal, es stimmt was nicht. Ja, was für mich ein bisschen seltsam ist, ist, warum sollte ein Meteorit, der einschlägt, danach verdampfen? Das hat ja der Professor Clark auch nie geglaubt. Ja, ne? Und das ist bei mir halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, so, nee, da stimmt auch was nicht. Also wenn da ein Krater ist, dann muss da auch was zu finden sein. Ja, gut, aber was fort ist, ist fort. Ja. Ja. Aber ich meine, klar, der Jenkins... Ja, klar. Ja, was willst du machen? Du kommst da an, so, oh, Meteoriteneinschlag, der ist weg. Ja. Okay, klar, sagst du dann, hey, Bauer, Alter, hast du den geklaut? Ja. Oder man sagt, nee, ich war's nicht. Oder man sagt, hast du hier ein schönes Loch gegraben oder was? Ja, oder so, klar. Stimmt. Ja. Okay, klar, kannst du ganz in Zweifel ziehen. Ich finde, er gibt sich halt sehr viel Mühe, unglaubwürdig zu wirken. Also dieser Bauer, da kommt auch ein Blinder drauf. Also so, oder ein ja, keine Ahnung. Also ich finde, man, wie er redet und so, das ist so bemüht. Ich bin's nicht. Ich bin nicht wahr. Ich bin nicht real. Ja. So. Ja. Wobei ich auch erstmal die Vermutung hatte, ist das dann gar nicht der echte Jenkins? Aber letztlich ist es ja halt was anderes. Ne? Also ich hatte eher so die Vermutung, wer anders gibt sich als Jenkins aus, aber genau das Spielchen gibt es nach hinten raus dann ja nochmal. Ne? Ja, aber das stärkste Indiz an der Stelle finde ich, dass er halt, ne, dass Justus nachher sagt, aber es steht halt da, dass er da mit seiner Frau lebt und er jammert hier einen davon, dass er so allein ist. Ja. Da ist halt einfach... Das ist erstmal kein Widerspruch, ne? Du kannst ja verheiratet sein und dich trotzdem einsam fühlen. Ja, natürlich. So, Jungs, hier. Weiter im Text, genau. Wir haben jetzt also, von allen Seiten geleuchtet. Genau, weil spätestens jetzt kommt nämlich genau die Szene, wo ich dann einmal auch dachte, was ist jetzt los? Genau, jetzt nämlich sagen sie natürlich irgendwie, wir eilen weiter durch die Geschichte, stolpern vorwärts. Wir haben jetzt eine Visitenkarte von Professor Clark. Also auf zu Professor Clark. Da werden sie erstmal wieder mit dem nächsten Hund konfrontiert. Eisiger Schrecken durchfährt sie, als Zorro an die Tür kommt. Ja. Und dann kommt aber erstmal ein ganz freundlicher Professor Clark und bittet vor. Das interessiert doch. Nochmal, der Hund bei TKKG, der heißt Zero. Und da kommt Zorro. Okay.
Ich mach jetzt mal den Justus und sag, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Marco Sonnleitner ist TKKG-Autor. Ja, er ist TKKG-Fan. Naja, es ist auf jeden Fall dem geneigten Hörer, fällt auf, was Justus auch auffällt nachher, dass das doch eine sehr junge Stimme ist für einen emeritierten Professor. Man sagt ja, gut, er ist in Frührente gegangen, aber es ist schon ungewöhnlich. Und ich finde, er wirkt sehr desinteressiert am Anfang und ist auch so eine Stimme, das hat der Sprecher gut gemacht, ich finde den unsympathisch. Ja. Von der ersten Moment an denke ich mir, boah, du so dumme krass, Sau. Wie unterschiedlich wir das dann waren. Aber da bin ich auf Stefans Seite auch. Nee. Also ich fand ihn gar nicht freundlich, auch am Anfang irgendwie. Er kommt so ein bisschen wie so hier der Marvin Gray. Ja, ja, genau. So kommt er ein bisschen rüber. Ja, so blasiert und erstmal distanziert. Und ja, so, was wollt ihr und so. Ja. Ne? Und im Buch ist es ein alter Mann übrigens, ne? Da kommt ein alter Mann und der erzählt ihnen auch, oder ein älterer Mann, der erzählt ihnen auch von Drohungen, die gegen ihn ausgesprochen werden. Er solle die Finger von dem Meteor lassen. Ne? Okay. Auf jeden Fall. Sein Interesse erwacht erst, als sie Mr. Jenkins erwähnen. Ja, so. Also es spielt ja ganz gut, weil Jenkins wird ihn ja informiert haben, schätze ich mal. Wir nehmen ja hier nichts vorweg, wenn wir sagen, Clark ist auch eine faule Nuss, also eine Taubnuss. Und Justus zeigt ihm dann in der Küche seinen Splitter von Meteoriten. Und dann raus hier, oh mein Gott, setz die Gasmasken auf. Und jetzt kommt das perfekte Krisenmanagement, nämlich einfach eine Tür weiter. Und dann ist die Gefahr gebannt. Da kann kein Virus, kein Spor, kein Bakterium, kann uns jetzt noch was. Nicht mal Hände waschen, einfach Küchentür zu, dann ist alles wieder gut. Also der rastet da einmal völlig aus. Ja, es ist halt eher, erinnert es an Radioaktivität, das Verhalten, was die an den Tag legen. Ne? So, als hätte man da irgendwie mit Keimen zu tun. Ja, und der, es ist ja so, dass er dann wissen will, woher habt ihr dieses Stück? Und Justus erzählt ihm von dem Felsbrocken im Park und er glaubt sofort, dass das letztendlich der Meteorit von Jenkins sein muss. Warum? Und er sagt, gewisse Indizien am Krater deuten darauf hin, dass ein beachtliches Stück bei dem Aufschlag unversehrt geblieben sein muss. Ich frage mich, welche Indizien, ich habe ja keine Ahnung, wie weißt du es, aber ich weiß nicht, welche Indizien das sein könnten, die darauf schließen lassen, dass ein beachtliches Stück... Ich hätte eine Idee. Ein Krater. Könnte man in Betracht ziehen. Weil, wie Justus so schön sagt, ein Meteorit fliegt durch die Atmosphäre und dann Patsch. Genau. Ja? Und dieses Patsch macht halt einen Krater für gewöhnlich. Und wenn der unversehrt bleibt, der muss ja unversehrt sein, damit er einen Krater macht. Wenn der sie vorher in Luft auflöst, dann macht er keinen nicht Krater. Nicht vorher, aber dann anschließend. Ja, Bam und Buff. Nee, es gibt ja Meteoriten, die explodieren in der Atmosphäre. Hier in Russland, der ist ja gar nicht auf dem Boden aufgekommen. Und wenn die halt in der Atmosphäre explodieren, dann richten die auch Schaden an. Jede Menge. Die können Bäume umknicken und was weiß ich. Okay, aber dann ist es natürlich. Aber es hat keinen Krater. Und, ja. Dann ist es eine kleine Untertreibung mit gewissen Indizien. Ja. Naja. Aber wie der dann von dem Krater in den Park hüpft. Ist halt auch, also ne, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er Indizien meint, die darauf hindeuten, dass der in der Atmosphäre vielleicht schon in zwei Teile gebrochen ist. Ja, und ein Teil eingeschlagen und verdampft ist und aus irgendeinem Grund hat das andere Teil abgebremst und ist halt einfach gerade in den Palisades-Park gefallen. Aber das gibt's nicht. Ja, glaube ich. Ist ja auch, ne? Ich meine, letztlich sieht er sich, oder machen wir so, Professor Clark spielt die Rolle insofern perfekt, als dass er sagt, alle gingen davon aus, der sei pulverisiert. Ich habe von Anfang an gesagt, es muss noch ein Stück geben. Und ich habe auch gesagt, das ist gefährlich, weil ich erkläre euch mal kurz, was es mit Panspermie auf sich hat. Ja. So, und das ist jetzt so der Punkt, wo man sagt, okay, Justus lässt sich da einlullen. Ja. Und am Anfang war ich jetzt echt irritiert, weil man will ja nicht nur Geschichten auf Logik abklopfen, aber was da jetzt an Unfug erzählt wird und Hysterie erzeugt wird, ist echt sehr
seltsam, im Übrigen, wenn man den Twist am Ende noch nicht kennt. Ne? Ja, aber es geht in diesem Buch von Dan Brown, Meteor, geht es nämlich auch genau darum. Weil der Twist soll sein, dass dieser Meteorit, der da im ewigen Eis liegt, soll einer sein, der 1700 und eingeschlagen ist. Und da hat man Proben von genommen und man hat da so Bakterien und sowas drin gefunden. Oder irgendwelche, die haben da große... wirklich so 30, 40 Zentimeter große Kellerasseln quasi drin gefunden in diesem Meteoriten, was nämlich dann bedeuten würde, ne? Stellt sich nachher raus, der ist gefälscht, aber das ist auch eine Reminiszenz. Ich glaube auch, er hat dieses Buch, also ich glaube, das kam nämlich um eine ähnliche Zeit raus. Ich weiß nicht, wann man das ist. Ist ja auch ein spannendes Thema. So. Ja. Aber die Frage ist halt, wie wissenschaftlich und wie logisch geht ein Professor mit so einem Thema um? Ja. Oder wie hysterisch geht der ab, um vielleicht auch drei Jungs da Angst zu machen, weil da so ein Krümmel auf seinem Küchentisch liegt. Ne? Also der geht halt einfach tierisch ab in dieser Szene. Und ja, gut. Aber er greift dieses Thema Panspermie halt auf. Das ist vielleicht das, was mich daran gestört hat. An sich finde ich die Idee mit Viren, die auf so einem Ding rumhocken, ne, gar nicht mal so schlecht. Eigentlich denke ich mir, oh wow, das ist ja krass, echt, das gibt's und so. Ist ja möglich, das kannst du dir ja theoretisch herbeiholen, sagen, es könnte sein. Ne? Und die Theorie ist ja ein bisschen anders. Also es geht ja darum, dass dieser Fred Hoyle, der das erfunden hat, meint, dass so das Leben auf verschiedenen Planeten gebracht wird, über Kleinstorganismen. Ne? Aber geschenkt, ne? Man könnte es natürlich so weiterspinnen. Aber die Art und Weise, wie dieser Professor Clark damit umgeht in eine Hysterie, wie du sagst, weil das so ist einfach... So wird nämlich aus Leben sofort eine ansteckende Krankheit. Ja, genau. Was das ja ein riesengroßer Unterschied ist erstmal. Ja, ob da irgendein Einzeller oder ein Bakterium oder was weiß ich irgendwie überlebt hat in einem Meteoriten, weil es hat auch garantiert nicht auf der Oberfläche überlebt, weil die ist komplett verbrannt. Wenn, dann hat das in einem Meteoriten überlebt. Ja, aber es ist ja auch, gibt vielleicht ganz spannende tatsächliche wissenschaftliche Blicke da drauf, ne? Aber jetzt in der Szene geht es eigentlich nur darauf, verkürzt werden sie zu dem Schluss gebracht, hier liegt ein Anschlag auf die gesamte Menschheit vor. Moment. Das ist erstmal sozusagen die dramatische Verkürzung. Erstmal kommt der Twist, dass das auch auf jeden Fall was mit dem Verhalten der Hunde zu tun haben sollte. Ja, ja. Ne, was irgendwie schon so ein bisschen, ne? Mhm. Ja, Justus fragt sich. Der fragt natürlich, der denkt mit diese Geschichte, die fasziniert ihn. Und er sagt, Moment mal, Herr Professor, könnte so Keime dann auch Hunde befallen. Ne? So, und dann sagt er, ja, scheiß der Bär in den Wald, natürlich, ja, könnte das auch sein. Und dann ist für Justus klar, dass es da eine Connection gibt. Ja, so. Und dann kommt es zum Anschlag. Aber viel mehr wissen die ja zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und in dem Hörspiel ist es so, sie erklären Professor Clark, was sie gerade wissen. Das ist ja offensichtlich noch nicht viel. Und der sagt dann, während sie erzählen, sichtlich in sich zusammen, ist erschöpft und voller Angst und sagt, oh mein Gott, ich hatte recht, meine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Und dann ist es wohl so, der Untergang steht bevor. Und denen ist halt auch klar, dass irgendjemand diesen Brocken in den Palisades Park gebracht haben muss. Ja, wer? Ne? So. Ja, ne? Das ist doch die Frage, wer? Also, und das muss man sich ja schon mal fragen. Okay, Anschlag auf die Menschheit, wer? Wer? IS oder was? Also, oder Kommunisten, Anarchisten, Pack. Wer soll's denn? Also, wo ist der Benefit also so letztendlich von sowas? Ja. Das bleibt so ein bisschen, finde ich, so außen vor. Justus zieht es ja in Erwägung, dass es Zufall sein könnte. Nur ganz kurz, ja? Zieht das zumindest in Erwägung und dann verwirft das gleich wieder. Ja. Aber genau das ist das mit dieser hektischen Inszenierung, die jetzt nämlich auch halt so eine Schleife dreht, die mir beim ersten Hörner einfach zu laut und zu viel war. Denn tatsächlich ist die nächste Szene, heißt auch kurz zusammengefasst, sie gehen zu Polizei und Bürgermeister. Sie erwirken eine Evakuierung und trotz Wahlkampf leider Seuchenalarm, Vollgas, das komplette Krisenmanagement der Stadt wird angeworfen. Ja. Und da fragt man sich jetzt schon, wo ist da krass, Sinn, ne? Verstand, Verhältnismäßigkeit? Ja. Das ist irgendwie ein bisschen krass. So, ne?
Und auch, das finde ich ja auch so interessant, wo der Bürgermeister sagt, so, ja, jetzt, nee, das kann ja nicht sein, was ist denn hier los? Und Kotter, ja. Und Kotter direkt mal sagt, ja, Justus, dann erklär doch mal, warum erklärt Justus? Warum erklärt nicht der emeritierte Herr Professor seine Theorie? Also das ist dann auch so, also diese ja. ganze Szene ist echt, da verlässt es mich dann wirklich. Es ist tatsächlich krass ja. und es ist auch dann... Auch der nächste Punkt ist, wo ich echt schmunzeln musste, dann, was ja irgendwie richtig ist. Der Erzähler sagt, sie gehen kurz ins Krankenhaus, mhm. weil sie sich natürlich jetzt untersuchen lassen müssen auf giftige, ja. außerirdische Keime, was auch immer. Giftige Keime. Also und verstehst du, der Witz ist. Wie lässt man sich darauf untersuchen? Was sind denn ungiftige Keime? Ja, ganz kurz. Fragt man denn was man gar nicht kennt? Ja. Ich jetzt gar nicht zu fragen, weil du mir wahrscheinlich ja, weiß ich auch nicht. Also welche Diagnostik führt man durch? Nimmt ja, man mir Blut ab? Eine kurze Routineuntersuchung. Ja, keine Ahnung. Das sagt der Erzähler nämlich. Sie gehen ins Krankenhaus und ja. nach einer kurzen Routineuntersuchung alles wieder gut. Wollen ja keine Corona-Anspielung machen, aber mal eben Fieber messen. Ne? Aus der Ferne. Ja, aber wir sehen ja gerade, das ist ja keine Anspielung, aber wir sehen ja gerade durch die Corona-Problematik, wie hanebüchen das ist. Ja. Du musst theoretisch Rocky Beach in Quarantäne versetzen. Komplett. Das wäre das Einzige, was seuchentechnisch logisch wäre. Ja. Es hat kein, also und Quarantäne ist das Einzige, was bringt. Und Quarantäne heißt ja bei einem Virus, wo ich keine Ahnung habe, wie er wirkt, erstmal ein Jahr. Ne? Also es kann ja sein, die Inkubationszeit ist ein Jahr. Weiß ja bei erst so einem Unbekannten. Man müsste überhaupt erstmal rausfinden, was das für einer sein könnte. Ja. Und ob er wirklich oder giftig so. Oder ungiftig ist. Ja, oder ob er nur Hunde befällt oder auch Menschen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ich habe wenig Hundekrankheiten bis jetzt außer Flöhe mal kennengelernt. So, ne? Die übertragbar wären. Sind irgendwelche. Also, das Krisenmanagement ist für den Arsch. Und ja. letztendlich ist es ja so, was soll denn jetzt passieren? Es wird der Park, so weit können wir schon gehen, der Park wird abgesperrt. Das, ja. ist, das ist die Maßnahme. Ja, so. Auch relativ weiträumig. Ja. Und auf unbestimmte Zeit. Wieso ja. geht man nicht zu einem solchen Kommando hin, nimmt diesen fucking Meteoriten und geht wieder? Ja, auch da, ne, wie gesagt, es ist müßig, das nur sozusagen ja. nach logischen Gesichtspunkten zu bewerten. Also insofern, klar, es ist halt total drüber, aber es erzeugt natürlich genau diese Dramatik und Bedrohung, die, ja. die Folge auch interessant macht. Ne? Aber auch dieses ganz große Rad zu drehen, ist auch nochmal eine Rückblende auf eine ältere Folge. Weil ich habe überlegt, ne, so eine ganze Stadt oder so, die in Mitleidenschaft gezogen wird, hat es auch noch selten gegeben bei den drei Fragezeichen. Das ist aber nicht richtig, weil es hat bei der Höhlenmensch auch schon mal so eine Szene gegeben, wo die einen ganzen Park betäubt haben. Stimmt, ja. Also das ist auch nochmal, das hat mich ein bisschen daran erinnert, so von der Dramatik und von der Durchschlagskraft, die dieses ganze Ereignis hat. Ne? Es ist halt, für mich ist es halt leider auch an der Stelle dann ein bisschen schnell, weil da hätte man ja irgendwie jetzt noch was draus machen können. Auf der anderen Seite ist halt jetzt wirklich auch der nächste Morgen und Justus ist jetzt auf einmal zur Vernunft gekommen. Ja. Denkt wieder klar. Im Schlaf ist er und hat dann auch mehr oder weniger direkt die Lösung. Das ist so anders. Das ist im Buch nicht viel anders. Ja. So, also, das ist dann wieder der Sherlock Holmes, ne? Ja, das ist vielleicht das. Klar, du hast recht und ich finde, die Kritik ist auch generell berechtigt zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dauernd Logikfehler zu finden. Das ist normal. Ja, also die gibt es. Aber was mir auch zum wiederholten Male unangenehm auffällt, ist, dass der Leser oder auch der Hörer konfrontiert wird mit einer Auflösung, die er sich null selber, also wo er selber sagen könnte, aha, okay, ja, interessant oder so, sondern Justus, der weiß es auf einmal. Ja. Auf einmal hat er einen Geistesblitz und wir werden so im Unklaren darüber gelassen, woher er den hat. Wobei, wir haben vorher den Hinweis vor Thalesa vor. Wir haben schon mal die Bank of America, die auftaucht. Das stimmt. Wir haben die Hunde mit den komischen Halsbändern. Ja, wir haben eigentlich viele Informationen. Also der Hörer kriegt
Informationen, dass da was nicht... Wir haben die Information, dass auch der Typ in der Ranch irgendwie nicht so ganz koscher ist. Also wir haben schon relativ viele Hinweise, das ist schon richtig. Ja, aber ich werde nicht so mitgenommen. Okay, klar, könnte ich mir selber zusammenreimen, das stimmt schon. Aber ja, das stimmt. Aber manchmal ist es ja tatsächlich noch schlimmer. Also ne, wenn wir schon auf so, wenn du darauf anspielst, dass man nicht mitgenommen wird, manchmal wird man auch nicht mitgenommen und es gibt auch gar keine Hinweise und die werden irgendwann so aus dem Hut gezaubert und die hat es vorher überhaupt nicht gegeben. Aber das ist an der Stelle halt nicht der Fall. Ja, aber das ist uns jetzt aufgefallen. Also, oder? Also, weil wir so halt intensiv uns damit beschäftigt haben. Naja, gut, keine Ahnung. Es ist halt, wie ihr sagt, am nächsten Morgen sagt Justus, hier habe ich einen Plan. Das zeigt den Palisades Park. Da ist jede Wasserleitung eingezeichnet auf diesem Plan. Und es war vorher mal ein Vor. Ja, also genau. Er kommt dann um die Ecke, dass es früher ein Vor war. Ja, und dass es da Fluchttunnel gibt. Und dann habe ich noch einen Zeitungsartikel. Da wurde aus dem Museum der NASA ein Meteorit geklaut vor 3 Monaten. Genau, den habe ich auch zufällig gefunden. Das stimmt, ich meine, den Hint hatten wir nicht, das ist richtig. Ja. Und das ist alles über Nacht passiert. Ne? Das ist mir alles über Nacht in den Kopf geflogen. Ja. Patsch. Ja, und deswegen müssen wir jetzt sofort in den Park. Und dann gehen sie unter Protest natürlich von Peter wieder mal. Gehen sie in den Park oder gehen ins Auto erstmal. Genau. Und dort erklärt Justus einiges. Ja, er sagt, er fasst nochmal zusammen. Da kommt jetzt so Infodump, ne? Genau. Ja, es kommt noch ein schlimmerer Infodump, finde ich. Ja, so. Ja. Aber dann sagt er, okay, er sagt, es gab einen Meteoriteneinschlag anscheinend. Es gab nie einen Meteoriteneinschlag, genau. Ja. So. Es gab also keine 2 Meteoriten, sondern nur einen, nämlich den geklauten. So. Der Krater stammt von der Explosion und den von der NASA, diesen Meteoriten, hat man in den Park gelegt. Dann haben wir ein paar Hunde gehetzt auf Passanten. Ja. Und das Märchen vom verschwundenen Meteoriten und der Panspermie ausgepackt. Und außerdem sei der Professor Clark ja sehr jung. Genau. Ja. Und dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis alle Anschlag schreien würden. Naja. Nö. Justus hat halt Anschlag geschrien, ne? Ja, oder hat es nachgeschrien, ne? Naja. Naja, er hat halt genau das getan, was von ihm verlangt wurde. Er hat es geschrien und die Autoritäten haben auf ihn gehört. Ja. So ist es halt. Ne? Ja, und jetzt fahren sie also zum Park. Weil sie haben halt, das sagt Justus auch direkt noch dazu, ne, hier die Bank of America, guck mal, da der Fluchttunnel und so. Ja. Und es gibt nur noch diese eine Lösung, dass nämlich irgendwer diesen verlassenen Park dazu nutzen will, irgendwie den Tresor von der Bank of America aufzubohren und um den Krach, dass das keiner mitkriegt, weil das könnte auch dieses komische U-Bahn-Geräusch gewesen sein, sag ich mal, ne? Mhm. Den soll niemand mitkriegen und deswegen musste dieser Park irgendwie entvölkert werden. Und das war die simpelste Methode, das zu tun. Ja, genau. Das war nicht simpel. Und ich meine, genau, da hast du dann halt den Vergleich zu Unheimliche Drache und so, wo du sagst, ne, mit viel Aufwand und Inszenierung und am Ende geht es um einen schnöden Bankraub, beziehungsweise ne, irgendwie. Noch eine Ameisenmensch. Auch. Da ist ja eine ähnliche, da geht's halt nicht um eine Bank, sondern um ein Museum. Ne, aber da passiert ja Ähnliches. Oder halt auch verschwundene Schatz. Ist ja auch so, dass da gegraben wird und da werden Leute irgendwie aber doch cooler. Inszeniert und ja. Also mich erinnert es ein bisschen an Stirb langsam 3, tatsächlich. Ja. Ich finde, da kommt so eine Atmosphäre auf, so eine Untergangsatmosphäre, eine Schule soll in die Luft gesprengt werden in New York und sie müssen alle Polizei schwärmt aus, um die Schulen zu untersuchen und in Wirklichkeit geht es nur darum, dass die Polizei beschäftigt ist. Genau, bohren die auch ein Loch in eine Bank oder so. Ja. Da ist auch was mit dem Galonenrätsel, ne? Weil er stirbt langsam dran. Ja, genau. Sehr cool. Ja. Und mich erinnert es von der Stimmung her ein bisschen daran. Und das finde ich eigentlich, und da gebe ich dir recht, das hätte man ausbauen können. Man hätte die Stimmung mehr einfangen können. Irgendwie. Ja. Wie ist das denn so Ausnahmezustand in der Stadt? Oder ich finde auch, es fällt ihnen ein bisschen leicht, irgendwie in diesen Park reinzukommen. Einfach indem sie dann zwischen 2 Streifen dann da irgendwie mal eben durchhuschen und kein Mensch merkt. Ja, das ist ein bisschen wie bei Frogger oder so, ne? Ja, genau. Das richtige Timing und dann hüpfen die über die Straße, ne? Ja. So.
Ja. Naja, und es bleibt natürlich die Frage offen, warum sie nicht direkt mit Kotta gehen. Also sie wollen in diesen Tunnel, ja. Oder Justus will in diesen Tunnel, die anderen wissen ja noch nichts. Um was zu tun? Und Peter sagt dann, ja, und wir sind jetzt hier alleine und dann sollen wir die hier. Und Justus, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Bullshit, er hat doch vorher schon Kotta Bescheid gesagt. Weiß man doch auch schon. Ja, das weiß also man nachher. Genau, dass er ihm Bescheid gesagt hat. Und auch da, die sagen ja zu Recht, was ist denn dein Plan? Ne? Gehen wir jetzt einfach nur mit Taschenlampen bewaffnet. Richtung Bösewichte? Und Justus tut das halt auch echt blöd ab. Ja. Bleib mal locker. So, ja, ne? Ja. Aber bleib mal locker, ich habe eigentlich noch keinen Plan. Ja. Und ja, da hat er an der Stelle, kann er nicht den Masterplan haben. Also im Buch versucht er Kotta zu erreichen, aber im Polizeirevier kommt die Pforte kommt nicht zu Kotta durch, weil alles belegt ist. Ja. Und dann richtet er Kotta aus, er soll da hinkommen. Und sie gehen da hin und Justus sagt, wir gehen da rein, aber wir wollen die ja jetzt mal sehen. Dann werfen wir einen Blick auf die und dann kehren wir wieder um und dann gehen wir wieder. Ja, genau, weil sie das immer so machen. Super. Das klappt immer gut. Ist ein klasse Plan. Ja. Einfach mal gucken. Ah, da sind sie. Tschö. Ja, genau. Und so machen sie es auch und auf dem Rückweg werden sie tatsächlich dann erwischt. Okay. Aber... Ja. Also jetzt werden sie erwischt, weil Peter Ratten findet. Genau. Und das Roboterratten. Ist, das ist das... Ja, hört doch mal, habt ihr die Geräusche gehört? Das ist ein Roboterratten. Womit wir wieder bei den Geräuschen werden, ja. Also, das ist tatsächlich das, was mich im Hörspiel noch viel mehr stört, als diese ganzen übertrieben fantastische Geschichte, die da aufgemacht wird. Irgendwie, dass da. Also, der Peter ist da doch in seiner Panik nervig drüber und das stört mich tatsächlich weil die schleichen da total geil durch die Kanäle. Und auch Peter ist klar, dass es auf Ruhe ankommt. Sind da zwei, drei Ratten und der rastet ja aus. Ja. Also da muss man dazu sagen, im Buch ist es ein bisschen gruseliger beschrieben. Die laufen und der Peter sagt die ganze Zeit, hör mal auf, mir dauernd auf die Hacken zu treten. Mhm. So, und der Justus sagt, ich trete dir nicht auf die Hacken. Ja, also das ist, und dann gucken sie mit der Taschenlampe nach unten und dann wuseln da Ratten um sie herum. Ja, so. Und daraufhin flippt er aus. Aber man fragt sich halt natürlich, diese Typen, die bohren mit einem Bohrer, der so laut ist, dass alle es hören würden, wenn sie nicht kilometerweit entfernt wären. In einem Tunnel, der wahrscheinlich den Schall nochmal mega verstärken würde. Aber die würde. Hören natürlich sofort, wenn da eine Ratten schreit. Ne? So. Naja, egal. Es ist, aber ich verstehe das, ich finde das irgendwie, das ist eines Peter, also zum einen glaube ich, wir mögen Peter und deswegen stört es uns, dass er der Depp sein soll, der das jetzt verbockt hat. Und die andere Sache ist, es ist so lächerlich deswegen. Also dann doch lieber erwischt werden, wenn man auf ein, ja, keine Ahnung, weil was zugefallen ist oder weil Licht irgendwo reingefallen ist. Vielleicht ist es auch einfach an der Stelle, ist mir der vielleicht wirklich der Sprecher eins drüber. Ja. Ein bisschen weniger hätte es dann getan. Ja. Aber ja, gut. Sie werden erwischt. Die Verbrecher outen sich als Verbrecher. Die sagen, wie sie es gemacht haben. Ja, weil man muss ja seinen Plan, alles. Das ist schon wichtig, dass man seinen Plan erklärt. Ja, und Überraschung, ich meine, dass Jenkins komisch ist, wussten wir schon. Aber auch Professor Clark läuft da unten rum. Nein. Ach, guck. Ja. Also, Überraschung. Ja. Und Justus stammelt auch, sie sind nicht der Professor, sie... Sagt nichts. Arschloch. Sie Arschloch, genau. Ja, sie sind es nicht würdig. Naja, sie, die Gangster lösen die letzten Lücken. Seid ihr uns auf die Schliche gekommen, dass wir die Köter mit den Halsbändern und so weiter. Ne? Damit sie auch schön aggressiv werden. Weil das keiner rausgefunden hat bisher, weil das eine Spur ist, die im Nichts. Die Hunde sind ja auch irgendwie scheißegal bei dem Ganzen. Naja, auf jeden Fall sperren sie ein. Das ist Mord. Genau. Und ich denke so, nein, ich sperre die erstmal nur ein. Was soll das? Sehr gute Frage. Ist das Mord, wenn sie sagen, ihr sterben werdet? Sagt doch keiner, dass die da sterben. Die werden erstmal in den Raum mit Ratten gesperrt. Wenn in diesem blöden, verschissenen Fluchttunnel nie wieder jemand kommt. Das weiß man doch nicht. Naja. Vielleicht wollen sie auch einfach nur in Ruhe irgendwie da raus und dann sagen sie irgendwann so, ja, im Übrigen da unten ist noch jemand oder was. Ne? Also das ist ja erstmal kein Mord. Es ist halt auch da, genau, es ist ein bisschen drüber. So, sie sind aber weggesperrt. Zusammen mit dem echten Professor Clark, die sich herausstellt. Ein alter Mann, der ist dann wirklich mal alt. Ein MacGyver.
Ja, aber was für einer. Ja, der eigentlich nur auf dem Streichholz. Wahrscheinlich saß der da seit 2 Wochen und wartet und auf den Streichholz. Ich Idiot, wieso habe ich Rauchen aufgehört? Ja, so, jetzt habe ich kein Feuerzeug bei mir. Vielleicht wäre er schon lange tot, wenn er nicht mit dem Rauchen aufgehört hätte. Aber gute Frage, wie lange liegt der da schon rum? Ja, die werden ja schon Weilchen daran bohren. Ein paar Tage. Ja, das ist Mord. Ja, wird ja schon, also ich meine, bei all dem, was die da eingetütet haben als Plan oder so, wird ja schon ein bisschen was gebraucht haben an Zeit. Sie haben ihn ja entführt. Um den zu ersetzen, durch den falschen Professor. Aber er glaubt ja in Wirklichkeit schon an diese Panspermie-Dings, sonst hätten sie, sie mussten ja auf seinen Ruf aufsetzen. So. Ja. Mussten ihn aber austauschen, weil er sonst nicht Panik gemacht hätte. Ja, weil... Ja. Er wahrscheinlich den Stein ja auch sich mal genauer angeguckt hätte. Ich meine, ne, der falsche Dr. Professor Clark hat ja nur den Stein in der Küche gesehen und Vollgas das hysterische Programm angeschmissen. Ja. Und der echte Professor hätte wahrscheinlich wissenschaftlich, logisch, ein bisschen entspannter gesagt, ich ruf mal hier Krisenstab zusammen, aber mach mal langsam. Ja. Bleib mal hier, ich guck mir das Ding mal an. Ach nee, ist nichts drauf, da lebt nichts. Das hätte der feststellen können. Er ist ja nur Astronom, ne? Ja, nur. Er ist kein Biologe oder so. Ja, aber er hätte ein anderes Netzwerk gehabt und hätte anders reagiert. Da bin ja, ich aber also er wollte, es ging ja darum, die 3 Fragezeichen sollten in dieses Panikprogramm mit eingespannt werden, damit die zum Bürgermeister gehen. Ja. So. Und wenn du dann echt einen Professor hast, der bremst das unter Umständen schon ungemütlich aus. Ja, wobei da widerspricht sich auch die Geschichte. Weil nein, aber die hätten die nicht unter Kontrolle gehabt, den echten Professor. Da geht es ja letztendlich drum. Die wollen ja den echten, also die wollen ja den falschen Professor auch in diesem Team mit drin haben, damit der die auch in die richtige Richtung schubst. Ja, und den anderen, da hätten sie keine Kontrolle darüber gehabt. Der wäre total unberechenbar gewesen. Ja, weil ich meine, ihr sagt jetzt, okay, die wollten die 3 Fragezeichen... Als Pfund in die Waagschale werfen, damit man ihnen glaubt. Ja. In der Geschichte ist es ja eigentlich so, ohne den Professor hätte ihnen ja niemand geglaubt. Sie sind ja gerade, leiden ja auch drunter, im Buch wird das ja nochmal deutlicher, dass sie ihnen als Kind keiner glaubt. Sie drängen den Professor ja auch. Der ist ja paralysiert da. Ich wusste es schon immer, jetzt ist alles zu spät. Die drängen den ja mitzukommen, damit der Bürgermeister auch einen Erwachsenen hat, dem er glaubt. Da kommt noch ein Punkt. Das hätte die 3 Fragezeichen überhaupt nicht gebraucht. Die hätten das auch alleine durchziehen können. Irgendwer findet diesen Brocken, der Professor sagt, ach du Scheiße, und geht damit alleine zum Bürgermeister. Oder geht zur Presse. Und mit irgendwem anders, der den gefunden hat. Und nicht unbedingt mit den 3 Fragezeichen. Warum braucht man die? Aber das wird ja schon ausdrücklich gesagt und ist so der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte tatsächlich. Weil die 3 Fragezeichen die glaubwürdigsten Wissenschaftler auf der Welt sind. Nein, aber weil die natürlich total dicke sind mit Inspektor Kotter und der wiederum irgendwie mit dem Bürgermeister golfen geht. Aber das hinkt da muss ich auch mal, im Buch ist es tatsächlich so, dass jetzt auch der Kotter, die kommen und der Kotter verarscht sie erstmal so, was soll ich jetzt machen und so. Und der Justus flippt daraufhin vollkommen aus, während der falsche Professor Clark da immer so aus ist wie so ein geschockter Typ. Ne? So. Mhm. Und überreden sie, also dann sagen sie, so, jetzt erzählt der Professor mal, weil uns glaubt ja keiner, uns Kindern glaubt ja keiner. Und der Professor erzählt dann, was los war und daraufhin kriegt der Kotter Panik und ruft den Bürgermeister an. Der Bürgermeister hört ihm dann auch zu und findet es auch total scheiße, weil Wahlkampf ist und so, aber sagt, okay, ich habe keine Wahl, ne, letztendlich. Und dann, okay, so. Ja. Also da ist es eher so, dass die 3 Fragezeichen nicht so dieses Pfund sind, wo die anderen sagen, die brauchten wir. Ne? Ja. Aber ist dann ja wirklich schräg, weil die Gangster ja wirklich das ganze Programm, angefangen vom Kinogutschein, nur um die 3 Fragezeichen stricken und das natürlich überhaupt dieses ganze Gewürz ist, um diese Geschichte da so ein bisschen irgendwie in Wallung zu bringen und voranzutreiben. Und schräg. Ja. Naja. Inspektor Kotter taucht auf. MacGyver. MacGyver kommt ja noch. Ne? Also es ist, ja gut, aber auch das ist irgendwie schnell und laut.
Nee, eben nicht laut. Also weiß ich nicht, warte mal, Moment. Sie wollen ja, es ist ein Munitionsdepot, ne, mit lauter Schwarzpulver, wo sie eingesperrt sind, praktischerweise. Und das liegt da auch noch rum alles, ne, so. Und sie sprengen die Tür auf mit einem, wie ich verstehe, einen ganzen Sack Schießpulver. So ein Säckchen. Also. Ledersäckchen Schwarzpulver und Peter bastelt aus seinem Pulver die Zündschnurfaden. Ja. Puff. Ich denke mal, das würde bei mir halt nie klappen wahrscheinlich. Nee. Ne? Das geht da aus, glaub, oder du bist zu lange dran, dann machst du Bumm. Ich würde mich selber in die Luft sprengen und die Tür ist nachher immer noch zu. Ich weiß auch nicht, ob die Zündschnur tatsächlich so gut funktioniert. Wenn du jetzt aus dem Pullover ja, so ich glaube, du musst theoretisch in Salpeter tunken. Salpeter. Da kommt der andere. Ich habe mich mal damit befasst. Ah, okay. So, Schwarzpulver selber gemixt, aber muss sagen, das ist gefährlich. Naja, so. Nicht nachmachen. Ne? Nee, früher durfte man. Früher hast du so in Drogerien konntest du die Zutaten für Schwarzpulver bekommen, tatsächlich. Heute kriegst du sie im Internet. Ja, hast du aber natürlich auch gleich die Cops, also die achten da glaube ich schon drauf. Ist ja auch gut so, ne? Wir waren jung und dachten. Darknet. So, ne? Auf jeden Fall, jetzt muss ich aber auch nochmal hier sagen, im Buch ist das schön dargestellt. Das ist wirklich spannend, weil sie haben nur 3 Streichhölzer und sie müssen ja, und die Taschenlampen gehen aus und sie müssen Schwarzpulver finden, das trocken ist. Und dann klappt es nicht und sie sind voller Panik, wird es überhaupt funktionieren? Und mit dem letzten Streichholz klappt es dann und dann macht es bumm und erstmal passiert gar nichts. Und sie denken, oh, Kacke, das hat nichts funktioniert. Und dann drücken sie gegen die Tür und die ganze Tür fällt so. Und das ist schon toll. Also das hat er wirklich schön gemacht. Da fieberst du am Schluss noch mit und denkst, kommt ihr raus oder nicht? Mhm. So. Ja, cool. Sie kommen raus, selbstverständlich. Ja. Die 3 Fragezeichen. Und dann kommt auch der Inspektor Kotter schon und sagt, Hände hoch! Und dann wird aufgeklärt, ach, die 3 Fragezeichen sind das. Und ja, und Inspektor Kotter hatte auch schon irgendwie so einen Verdacht. Ne? Und meinte so, ja, sicher, ne? Wir haben uns hier schön an der Nase rumführen lassen von denen und ich wusste. Ja, den werden wir jetzt mal schön einheizen gehen. Und dann will eigentlich Justus das machen. Der will mit, in seiner Art. Ne? Und Kotter pfeift ihn zurück und sagt, stopp, mein Freund, Gangster verhaften mache ich. Folge zu Ende. Ja, und die anderen lachen ihn aus. Ja. So denke ich auch, was ist denn jetzt mit Justus los? Was will er? Will er ihm persönlich noch die Handschellen anlegen? Naja, geschenkt. Und verurteilen will er den auch. Also Justus will auf jeden Fall noch, der ist dann Kläger, Richter und Henker. Ja. Exekutive. Ja, ist vorbei. Ja, es ist vorbei, genau. Und ich finde klar, das stimmt schon, diese Folge hat so verschiedene Kipppunkte, wo ich für einen kippen kann. Und es gibt so, finde ich, für mich so 2 Seelen in meiner Brust. Die eine, die jetzt hier beim Podcast natürlich größer rauskommt, ist die, dass ich an diesen Unwägbarkeiten, an diesem komischen Plan, der voller Eventualitäten steckte, also überhaupt keine Freude habe. Die andere Seite ist die, dass dieses Hörspiel in manchen Bereichen, finde ich, ganz gut gelungen ist, um einen so mitzunehmen, also um leichte Unterhaltung zu sein. Ne? Da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da unterhalten fühlt von bis zum gewissen Grad. Und ich finde, sie hat auch ein paar schöne Schockelemente im Park zum Beispiel, ne? Wo Peter dann so dieses lauft und so. Da sind schon ein paar Szenen bei, wo ich denke, wow, jetzt geht's ab und das gefällt mir auch. Genau. Ja. Die Grundidee mit dieser Punch per Me, ja, die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also das ist auch mal toll davon. Ich habe über diesen Fred Hoyle gelesen, der scheint ja so ein Enfant terrible der Wissenschaft gewesen zu sein, der auch den Urknallprinzip-Theorie in Frage gestellt hat und so. Das finde ich schön, dass da hier so noch Bildung betont wird. Und die Art und Weise, die Witze sind eigentlich schon ein paar gute dabei. Also insofern, das kann ich auch würdigen. So. Ja. Trotzdem ist sie mir alles in allem ein bisschen drüber, finde ich. Also so vom Gesamteindruck. Mhm. Ich finde nicht, also ich würde sie jetzt nicht total verreißen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine total beschissene Folge, wie zum Beispiel Todesflug. Sie wird in einem Atemzug mit Todesflug. Ja. Und deswegen, ich möchte sie, also für mein Empfinden möchte ich sie gegen Todesflug auf jeden Fall abgrenzen. Sie ist bei weitem nicht so trashig, finde ich.
Und aber sie gehört auch definitiv nicht, also trotz aller Rückbezüge auf Klassiker, sie kommt deutlich weniger an Klassiker ran als andere Folgen dieser Ära, dieser Zeit, sage ich mal. Ja, als sie es vorhatte vielleicht auch. Also ja. Und für mich ist sie so, tatsächlich in diesem 100er, 110er Bereich ist für mich gefühlt so dieser neue Realismus vertreten irgendwie so. Und dazu, da gehört sie für mich so dazu. Sie ist nicht BJHW, das ist klar, aber sie ist in diesem neuen Realismus, obwohl es natürlich sehr hanebüchen ist mit der Geschichte, aber das ist für Panik im Park, das ist so ein TKKG-Einschlag. Ja, aber für mich ist sie in der gleichen Zeit auch wie zum Beispiel Nebelberg. Und so, ne? Also im gleichen, ich sag mal, Zeitrahmen bewegt sie sich für mich. Und da muss ich schon sagen, da sind deutlich, deutlich bessere bei in der Zeit. Also das Einzige, was mich tatsächlich, also mich hat jetzt beim erneuten Hören, ehrlich gesagt, diese sehr, sehr große Geschichte gar nicht mehr so gestört. Also, ne, so es geht um das Verderben der Menschheit und die große Gefahr und alles. Und natürlich ist das alles eine Nummer zu groß, aber das ist irgendwie ist sehr aufwendig konstruiert. Am Ende geht es um einen schönen Kriminalfall, um einen Bankraub. Das ist ein klassisches Motiv von mir aus. Da bin ich irgendwie so ein Stück weit mit versöhnt. Die Hörspielinszenierung dazu ist mir auch an der Stelle manchmal zu schrill, genau. Und ich finde halt, dass die Ermittlungsarbeit, ich finde es so schade, dass die drei dem ganzen Quatsch so blind auf den Leim gehen, bis dann auf den letzten Metern Justus irgendwie mit einmal eine Nacht drüber schlafen alles sortiert hat. Ja. Also da hätte ich mir irgendwie, weiß ich nicht, andere Ermittlungsarbeit gewünscht. Dann hätte ich diesen Plot, den die Ganoven da gestrickt haben, irgendwie, ja, okay, ne? Den könnte ich so akzeptieren, sag ich mal. Ja, da kann man wenig hinzufügen, finde ich. Du triffst es damit so auf den Punkt. Ich finde, es ist eine Story, die durchaus so ihre Reize hat, ja, also, aber es ist, tatsächlich werden wir viel im Dunkeln gelassen und es ist nicht mal der Hörspieladaption vorzuwerfen, denn das Buch ist genauso tatsächlich. Also es liegt nicht am Hörspiel. Ja. Aber genau diese Gruselmotive und Monster und wie gesagt, das ist schon was ich auch cool finde und was ich auch dann im Hörspiel schön finde mit dieser Eingangsszene im Kino und so, dass du da genau dieses Trashige auch rausgearbeitet haben. Deswegen, du sagtest eben, du hast ja diese zwei Seelen in deiner Brust. Ich habe das auch total jetzt bei dieser Folge, dass das die erste ist, bei der ich mich nicht richtig positionieren kann. So, es gibt die mit Leidenschaft hassen. Es gibt die, sagen, boah, das ist eine der ersten, die ich gehört habe. Die finde ich voll cool. Und ich hänge da voll dazwischen. Die Gretchenfrage, hörst du sie nochmal? Ich habe, ja, doch, glaube schon. Also, wie gesagt, beim ersten Hören, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, tatsächlich bei mir, fand ich die total beschissen. Und ich habe sie jetzt für mich etwas versöhnlicher auch nochmal neu entdeckt. Total beschissen fand ich sie nicht. Damals auch schon nicht. Und aber die ist bei mir total unterm Radar gelaufen. Das war damals so eine Folge, hätten wir uns jetzt nicht vorgenommen, die zu hören, hätte ich sie wahrscheinlich eher aus Zufall vielleicht nochmal drüber gestolpert. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, die höre ich nochmal. Nee. Mhm. Ja. Was ist euer Charakter der Folge? Gibt es einen? Ja, nee, ich eier nämlich so rum, dass, also Peter ging mir in der Hörspielumsetzung als Charakter ein paar Mal außerordentlich auf den Keks. Ja. Aber so positiv hatte ich. Bob ist farblos, tut nichts, ne? Also der Bob ist, läuft so mit. Ich habe keinen. Nee, ich auch nicht. Justus. Pablo. Ja. Pablo, ja. Der hält nur nicht, ne? Man denkt so, es geht los, ne? Ja, La Fortaleza. Ja. Also der spricht sehr schön. Hast du einen? Nee, es gibt keinen. Nee. Ich finde auch die Sprecherleistung nicht so gut. Alle Jenkins ist nicht gut getroffen. Also der spielt den so verräterisch schon, also so ganz komisch. Ich habe keinen, ich habe tatsächlich keinen Charakter der Folge. Ja, ich finde es auch erstaunlich. Das fehlt, weil normalerweise leben ja viele drei Fragezeichen-Folgen von so einer herausstechenden Persönlichkeit. Ja, aber hier ist auch im Guten wie im Schlechten nicht. Also ich habe jetzt auch nicht den einen Charakter, nee,
der jetzt der total Wachmann, auffällig daneben ist oder sowas. Ist also, der Wachmann, der geht ja. Also ja, aber der ist ja auch so wirklich neben Charakter. Ja. Zitat der Folge. Ich weiß nicht, haben wir dieselben. Ich finde, man kann bei Zitaten tatsächlich von vielen schöpfen. Das ist auch nochmal was, was diese Folge auszeichnet. So, ich habe wahrscheinlich die Dialoge sind gut. Das, was ihr alle als allererstes nennen dann würdet. Dann hauen wir raus. In diesem Park bekomme ich keine 10 Pferde, aber vielleicht 10 Golden Retriever. Also, nee, habe ich nicht, aber ist ein schöner Spruch. Das ist, finde ich, wirklich lustig. Was aber ich habe auch einen, der dieses Gefrotzel hervorhebt, nämlich wir wollen ja gucken, was uns hier auf und nicht anfällt. Das ist echt toll, den habe ich gar nicht gehört. Und ich habe den, wo Justus beschreibt, was mit den Meteoriten passiert, wo er sagt, ja, ein Meteorit fliegt durch die Atmosphäre und dann Batsch. Das stimmt, das ist auch gut. Und ich finde, gerade für Justus ist das toll. Batsch. Batsch, Mann. Mensch, kannst du dich nicht mal normal ausdrücken, wie andere Leute auch. Ja, kann er. Genau, er fliegt durch die Atmosphäre und dann Batsch. Justus hat gelernt. Ja. Ja, es ist so durchwachsen, ne? Irgendwie so, ich merke auch irgendwie so, also ja, es war von der Stimmung her durchwachsen. Es war spannend, sich damit auseinanderzusetzen mit dieser Folge, zumal sie mir sehr kurz vorkommt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir kam sie sehr kurz vor. Ja. Die zieht so durch. Es ist auch, die Szenen sind zügig durcherzählt eigentlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unserer Hörerin damit das ersehnte Geschenk gemacht haben. Aber wir haben uns auf jeden Fall... Wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben uns Freunde gemacht und Feinde. Aber uns interessiert natürlich eure Meinung. Ne? Und deswegen haut es in die Kommentare auf unserer Seite oder wo auch immer. Und lasst uns wissen, was ihr von der Folge haltet oder wo wir uns vielleicht so gnadenlos irren oder wovon wir vielleicht gar keine Ahnung haben, wo wir gar nicht die richtigen Antennen für haben, was euch an dieser Folge abstößt oder auch vielleicht anzieht. Das wäre nochmal interessanter. Ich glaube, wir finden mehr Leute, die das abstößt wahrscheinlich, aber wenn es auch welche gibt, die das anzieht, ne, haut in die Tasten. Wir freuen uns darüber. Ja und hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Bleibt uns noch zu sagen, Allah. Na, bis zum nächsten Mal. Ja, wobei, nee, das ist ja Quatsch. Das soll jetzt, wenn wir das. Ne? Wenn wir rausbringen, ist vorbei. Trotzdem. Ja, also nicht Alarv, sondern. Ihr Wesen. Wenn ihr das hört, Fastenzeit. Ist dann irgendwas. Ja, dann ist schon Ostern. Nee, ist auch nicht. Was fastet ihr denn? Podcasts? Also, nicht. Also, wir verabschieden uns recht herzlich bei euch. Hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Und wir freuen uns immer wieder über Hinweise, was wir machen können. Wir wissen nicht, wann wir dazukommen, ob wir dazukommen. Wir haben ja auch noch unsere eigene Agenda im Kopf. Ja. Aber ja, ich würde sagen, macht es gut. Bis dahin und tschüss.